Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen das hier jetzt schon seit allen Jahren regelmäßig am zweiten Sonntag im Monat um 16 Uhr auf rockradio.de. Am Mikrofon sind Juliane Beer und Olaf Michael Ostertag, an der Technik Klaus Schnabel-Köplin und auch Kike Mal Film Berlin zeichnet uns wieder auf und die ganze Sendung wird dann auch noch auf YouTube zu sehen sein, wahrscheinlich ab Dienstag. Wir haben heute wieder illustre Gäste und die stellt uns Juliane gleich vor. Genau, hallo Leute, auch von mir. Wir haben heute das Thema Entwicklungshilfe weniger, sondern Entwicklungsprojekte in Afrika auf gleicher Augenhöhe. Da kommen wir gleich zu. Wir haben Gäste hier, eigentlich drei. Einer kommt noch, zwei sind schon da. Und zwar Sabine Buske, Expertin für Berufsbildung in Berlin und Westafrika zu Hause. Und sie initiiert mit das Projekt Transfers berufliche Bildung nach Westafrika. Da sprechen wir heute drüber. Und wir haben Volker Fischer, seit 1969 politisch aktiv, studierte BWL, Soziologie, Rechtswissenschaften und betreibt seit 2014 eine Ausstellungsgalerie, Sprecher der LAG Linke Unternehmerinnen und auch an dem Projekt in Afrika beteiligt. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Musik und dann stellen sich unsere Gäste nochmal selbst vor. Ufa Kera featuring Mike Russell mit dem Titel Talking Africa, was wir heute auch in der Sendung machen wollen. Vor lauter Schreck habe ich übrigens vorhin vergessen zu erwähnen, dass wir ja auch noch einen Chat haben. Das heißt, man kann sich bei uns melden und an unsere Gäste direkt Fragen via Chat stellen. Genauso kann man auch noch zu uns hier in Speiches Rock- und Blues-Kneipe in der Raumerstraße 39 in Berlin-Prenzlauer Berg kommen und hier direkt live Fragen stellen, wenn man sich das traut. Ansonsten ist natürlich der Chat als anonymes Internetmedium das Mittel der Wahl, wenn man sich nicht direkt zeigen möchte bei uns. Juliane. Genau. Wir haben ja, wie schon angekündigt, heute zwei Gäste, die uns über Entwicklungsprojekte in Afrika erzählen wollen, berichten wollen. Und ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal selber vor. Wir fangen mal an mit Sabine Buske. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, ich heiße Sabine Buske und bin seit diversen Jahren im Senegal auch zur Hälfte zu Hause. Ich habe über meine langjährige Tätigkeit bei der Berlinale Filmmenschen aus aller Welt kennenlernen dürfen und habe dann aber einen sehr intensiven Kontakt zu einer Filmschule im Senegal bekommen, die seit über 15 Jahren mittlerweile besteht, und bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich denen nicht helfen würde, im organisatorischen Bereich ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen, weil sie sind Lehrer, der frühere Gründer ist krank geworden und ausgestiegen, das heißt, ihm fehlte ein bisschen Organisation. Dann haben sie gesagt, fragen wir die doch mal. Und das haben sie getan. Und ich bin seit ungefähr 5 Jahren erstmal etwas weniger, aber jetzt angefangen, intensiver dort tätig zu werden. Das heißt, wir bauen die existierende Filmschule dahingehend um, dass wir sagen, wir brauchen eine intensive, gute Medienausbildung, wo eine Basisausbildung vorhanden ist. Und dann einzelne Sektionen, Segmente dann weiterentwickelt werden, wie Film oder andere Medienbereiche, die nicht unbedingt nur mit Film zu tun haben, sei es Grafik, Design oder anderen Sachen, damit die Menschen, die da ihre Ausbildung bekommen, ja auch in anderen Berufsfeldern zukünftig auch arbeiten können. Das erstmal so ganz in Kürze. Ich denke, da kommen ja bestimmt noch ein paar Fragen. Genau, Volker. Ja, also guten Tag. Mein Name ist Volker Fischer. Ich freue mich, dass ich jetzt zum zweiten Mal hier in der Sendung bin. Wir sind wahrscheinlich letztes Mal nicht ganz fertig geworden mit unserer Diskussion. Also ich bin, wie gesagt, Volkswirt und habe über diese Tätigkeit im kulturellen Bereich und im Unternehmensberatungsbereich schon aus Afrika stammende Menschen getroffen, die versucht haben, in diese Länder zurückzugehen und sich da ein eigenes Gewerbe aufzubauen. Und es traf sich vor einigen Jahren, dass Sabine Buske ein Treffen organisiert hatte mit Afrikanern und Deutschen, die zusammen an Projekten gearbeitet haben, und dazu noch andere
eingeladen hatten, hatte, die sich beispielsweise um Fragen von Finanzierung und ähnliche Dinge kümmern. Und bei diesem Treffen ist im Wesentlichen ein Kernpunkt hervorgehoben worden, dass immer ein Unternehmen beispielsweise aus Afrika und ein Unternehmen aus Deutschland oder Europa zusammenarbeiten, um gemeinsam eine wirtschaftliche Tätigkeit jeweils vor Ort in Afrika aufzubauen. Das fand ich insgesamt vom Ansatz her sehr spannend, weil es von vornherein ausgeklammert hat, dass die Frage des Aufbaus der Ökonomie in Afrika davon abhängig gemacht wird, ob es sich im weitesten Sinne um soziale Projekte handelt oder ob es sich um diese sehr scharf kritisierte Form von Entwicklungshilfe handelt, sondern der Ansatz ist ganz simpel der, dass ein Know-how-Transfer stattfinden soll, sowohl was die Frage des kaufmännischen Handels angeht, aber auch möglicherweise von Technik und auch von Verfahrensfragen, also Prozessfragen bei Produktion oder Ähnlichem. Und dass dann versucht wird, gemeinsam an diesen Projekten zu arbeiten, um originäre, sich selbst generierende Ökonomien in Afrika zu erwirtschaften, zu entwickeln. Das muss nicht unbedingt so sein, dass das also gleich die ganz großen Sachen sind, sondern also viele kleine Vorhaben werden dann da auch gebündelt. Und über diese Diskussion in diesem Kreis sind wir dann sozusagen projektmäßig ziemlich schnell zusammengekommen und haben gesagt, wir versuchen beispielsweise dieses Projekt Medienakademie in Dakar, Senegal, weiter gemeinsam zu entwickeln. Ich könnte da jetzt gleich noch anschließen und sagen, also ganz zu Anfang, oder man muss zuerst sagen, ich arbeite nie im Rahmen der Entwicklungshilfe. Das ist mir absolut zuwider. Ich arbeite nur mit Menschen zusammen auf gleicher Augenhöhe, partnerschaftlich. Und ich bin da die einzige Weise, wenn ich das mal so sagen darf, weil es gibt unheimlich viele spannende, interessante und auch gebildete und mutige und interessierte Menschen in Afrika. Wenn man das richtig zusammenführt, ist da eine wunderbare Energie und ein Wollen an Entwicklung da, das also richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Was natürlich zu beachten ist, ist natürlich, wir haben unterschiedliche Kulturhintergründe. Wir sind anders aufgewachsen, erzogen worden. Wir haben eine Grundausbildung, für die wir ja in Afrika noch kämpfen, dass das Recht auf Grundausbildung für jeden da erstmal vorhanden ist. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben weg von dieser Vereinstätigkeit haben wir ein Unternehmen gegründet mit der Schule zusammen und zwei kleinen Medienunternehmen, um zu sagen, okay, wir organisieren uns erstmal gemeinschaftlich und versuchen aus diesen gemeinsamen Erfahrungen des Businesses und des Lernens auch selber zusammen mit den Unternehmen das Ausbildungskonzept zusammen zu entwickeln, wo ich natürlich dann nicht alleine dastehen kann, sondern auch die fachmännische Unterstützung von Volker und von anderen Menschen auch noch brauche und natürlich auch die Unterstützung aus dem Land behalte. Ja. Darf ich da mal zwischenfragen? Jetzt mal eine ganz böse Frage, aber wofür brauchen die Leute dann Europäerinnen und Europäer? Was heißt brauchen? Wir haben, sie sind, oder andersrum gesagt, im Senegal, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil ich mich da am besten auskenne, ist das ja alles sehr französisch organisiert. Und die Franzosen herrschen in Anführungsstrichen ja da immer noch. Und wir machen einen Know-how-Transfer oder Technik wird transferiert, dass alles, was aus Europa oder aus Amerika oder aus anderen Ecken der Welt kommt, wird einfach dort hingebeamt und dann siehst du, wie du klarkommst. Und Menschen, die also nicht nur ihren Profit mit billigen Arbeitskräften daraus schlagen wollen und sagen, okay, wir müssen uns genau angucken, was ist Kommunikation, wozu dient Kommunikation, was heißt das für eine Entwicklung eines Landes, was also ständig fremdbeherrscht war und also nicht die Eigenheiten oder auch die Kräfte dieser Menschen irgendwie mit einbezogen hat in eine positive Entwicklung, dann ist es schon gut, wenn man Freunde hat oder Partner hat, die sagen, pass mal auf, so funktioniert das hier bei uns, das wird versucht umzusetzen. Und wenn man an bestimmten
ja, kapitalistischen, ökonomischen Sachen teilhaben will, sollte man dieses und jenes angucken. Da fühle ich mich manchmal mehr als Übersetzer. Konkrete Frage, wie unterscheidet sich denn so eine Medienakademie, die in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort entwickelt wurde, von einer theoretisch vorhandenen Medienakademie, die einfach mal aus Frankreich dort fallen gelassen wurde? Also was ist das Spezifische an dieser Form der Zusammenarbeit und was kommt dabei raus, was anders nicht dabei rausgekommen wäre? Was da rausgekommen wäre, könnte ich jetzt nicht so sagen, aber es gibt sehr viele Medienschulen und Einrichtungen, wo die Leute punktuell, weiß ich, Kamerahaltung oder Desktop-Publishing oder sonst irgendwas lernen können. Dafür zahlen sie irrsinnig viel Schulgeld. Da kommen irgendwelche französischen Lehrer, um es mal so banal zu formulieren, die dann versuchen, denen beizubringen, wie man das ganze Ding handelt, benutzt. Und auf der anderen Seite wird aber wenig darauf eingegangen, was dient es dem Lande wirklich. Die verdienen ja Geld mit diesen Schulen und zwar nicht schlecht, weil Ausbildung muss überall bezahlt werden, von der Grundschule angefangen, wenn man eine bessere haben will, bis auch bei uns auf der Akademie, weil da gibt es keine Förderung, gibt es nicht. Wo kommt denn das Geld her für euer Projekt? Die Schule finanziert sich derzeit selber. Durch Schulgelder. Also die dort von den Leuten bezahlt werden? Ja, ja. Also wir haben derzeit keine Förderung irgendeiner Form. Wir versuchen natürlich über die Entwicklung eines Curriculums oder die Ausbildung anders zu gestalten. Da brauchen wir natürlich noch einen Rückhalt oder Luft und Zeit, damit wir überhaupt daran arbeiten können, weil das Tagesgeschäft einen ja sonst einatmet. Okay, wollen wir hier, wir haben jetzt auch unseren dritten Gast hier, hallo, komm nach vorne. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musikpause, dann kann er sich setzen, sich gleich vorstellen und dann gehen wir weiter in die Diskussion. Ja, machen wir so. Okay. Santana mit Shake It war das. Und wir sind weiter beim bedingungslosen Nachmittag live aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe in Berlin-Prenzlauer Berg. Unser Chat ist weiterhin geöffnet. Ihr könnt unseren Gästen Fragen stellen. Die Sendung wird auf YouTube am Dienstag zu sehen sein, ab Dienstag und dann weltweit und für alle Zeiten. Genauso wie wir jetzt gerade weltweit auf Sendung sind, auch wenn wir diese Sendung noch auf Deutsch machen. Die im nächsten Monat machen wir dann ausnahmsweise mal auf Englisch. Aber es geht schon jetzt um ein Weltthema. Es geht um Afrika. Genau, und mittlerweile ist auch unser dritter Gast eingetroffen. Helmut Schrader hat über 30 Jahre Projekte in Afrika entwickelt und begleitet, ehemaliger Musiker. Und ist auch an dem Projekt in Afrika beteiligt. Und ich würde sagen, stell dich doch bitte auch noch mal kurz selber vor und dann gehen wir noch mal wieder zurück in die Diskussion. Ja, danke. Ja, du hast ja schon die Hauptteile meines Lebens erwähnt, die sich auf dem afrikanischen Kontinent abgespielt haben. Ich bin eigentlich Betriebswirt von Beruf, habe dann in verschiedenen Bereichen in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Das geht also von der Bildung von kleinen gewerkschaftlichen Vereinigungen über die Frage, wie kann man Selbstständige miteinander verbinden, das habe ich in Südafrika gemacht hauptsächlich, hin zu Tätigkeiten als medizinischer Direktor in verschiedenen Ländern für Médecins Sans Frontières und andere Organisationen. Jetzt bin ich 2009 zurückgekehrt, war zuletzt im Sudan und bin jetzt in Deutschland ja, des Öfteren werde nachgefragt als Außenwirtschaftsberater sozusagen für Firmen auch, die sich auf den schweren Weg machen oder auf den für sie schweren Weg machen in ausländische Gefilde und habe jetzt gerade vor 3 Tagen bin ich wiedergekommen aus dem Iran, war dort auf einer Messe und habe dort die wenigen deutschen Firmen gesehen, die bereit waren, überhaupt in diese Länder zu gehen, weil, wie wir ja alle wissen, dort Sanktionen der westlichen Welt im Moment greifen. Wir waren gerade beim Thema Sinn und Unsinn von sogenannter Entwicklungshilfe. Vielleicht da auch noch mal ein Statement. Die beiden anderen hatten sich da schon zu geäußert. Wir kommen auch gleich noch in die Hauptdiskussion.
Ja, das ist natürlich, kann man, schwierig, das sehr pauschal jetzt zu beantworten, aber es ist natürlich so, dass in der Vergangenheit da extreme Fehler gemacht worden sind, das ist gar keine Frage. Also der Sinn, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen, ihre Kenntnisse austauschen und daraus Gewinn erwirtschaften für die Entwicklung der einzelnen Gebiete, und da schließe ich ja auch Deutschland nicht aus, denn wir erreichen ja auch durch unsere Anwesenheit in anderen Ländern, dass wir dadurch einen Gewinn haben in unserem eigenen Wissen und auch in dem, was wir dort erwirtschaften. Aber das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass Entwicklungshilfe ja immer politisch gesehen eine Machtfrage gewesen ist. Das heißt also, wer will da von wem was und warum? Und da geht es ja häufig eben darum, dass bestimmte Länder über Jahrzehnte hinweg, ich mache nicht jetzt Jahrhunderte sagen, aber Jahrzehnte sagen wir hinweg, zu denen gehörten, die ausgebeutet wurden. Und wir haben uns wunderbar an dieser Ausbeutung beteiligt. Die Entwicklungshilfe war ein Teil dieses Systems natürlich auch. Nicht? Das ist klar, man muss ja etwas unternehmen, das dann so aussieht, als wenn wir irgendwas machen würden, was sinnvoll ist, damit also das eine moralische, wie soll ich mal sagen, einen moralischen Anschein hat. Auch in unserer Bevölkerung hier in der Bundesrepublik muss da ja irgendwie sowas hinterstehen werden. Wir haben ja viele Liberale und viele wunderbar denkende Menschen, die dann sagen, ach, das ist ja eigentlich schön, was wir da machen, wir helfen anderen, ist das nicht prima? So, und diese Geschichte ist natürlich also ein ausschlaggebendes Element. Wenn man das dann ernsthaft sich anschaut, hat sich die Zahl der Staaten, die wir immer mit unseren wunderbaren Fähigkeiten und Möglichkeiten darüber geholfen haben, die hat sich ja zum Negativen entwickelt, die Tendenz insofern, als dass wir jetzt so viele Failed States haben, wie wir nie zuvor hatten. Das geht ja auf dem Kontinent, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, so ohne Ende weiter. Und wie kann man unter diesen Bedingungen dann eigene Projekte dort noch aufrechterhalten? Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, dass es, ich habe ja viel im medizinischen Sektor gearbeitet, da lässt sich noch irgendwas erkennen. Nicht? Da kann man sagen, okay, da ist man hingegangen und hat dann jemanden, der von der Erblindung beispielsweise betroffen sein würde, geholfen, dass er wieder sehen kann. Okay, da ist noch ein bestimmter Sinn drin. Es gibt natürlich auch einige andere Projekte, die Sinn machen, wenn sie darauf ausgerichtet sind, beispielsweise jetzt Bildung zu vermitteln, Möglichkeiten der Weiterbildung und so weiter, da die Sache stehe ich eigentlich noch immer sehr positiv gegenüber. Aber es gibt eben auch viele Projekte, die schon von der Anlage her gar keinen Erfolg zeigen können. Das kann man gerade auf dem Sektor der Landwirtschaft sehr häufig sehen. Ich habe selber zwei Projekte gemacht davon. Eins davon war jetzt nicht in Afrika, sondern auf Haiti. Wo innerhalb von kürzester Frist eine Gruppe von 1200 Bauern eigene Gartenanlagen entwickeln sollten. Und ich hatte also offiziell nur ein Jahr Zeit, um das überhaupt zu machen, was schon mal eine Unmöglichkeit ist, wenn Sie sich die Anzahl der Bauern betrachten und das, was wir da erreichen sollten, nämlich eine gewisse Selbstständigkeit in der Selbstversorgung. Das war schon sehr, sehr schwierig. Und dann wissen Sie ja selber, dass die Erzeugnisse wachsen ja nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern das dauert ja alles. Man muss dann sehen, ist das, was man da an Maßnahmen jetzt in Bewässerungsfragen und so weiter in Gange gebracht hat, wie kann man das überhaupt umsetzen? Ist das überhaupt umsetzbar? Führt das zu einem gewissen Erfolg? Haben die Familien tatsächlich etwas davon? So, das ist eine ganz, ganz langfristige Zusammenarbeit normalerweise. Und das Bundesministerium hat uns, glaube ich, damals, ich glaube, der Anfang waren 7 Monate, wenn ich mich recht entsinne. Und das hat sich dann ausgeweitet. Wir haben dann noch 3 Monate Nachzeit bekommen. Extrem. Nicht? Also da war die Ernte noch nicht mal drin. Wir wussten gar nicht, was da überhaupt passiert ist. Also das sind so Dinge, die ich dann auch entschieden ablehne.
Natürlich aus der Erfahrung heraus. Ich meine, ich wusste das vorher auch nicht, dass es so schlimm ist, aber wenn Sie dann erstmal da sind und machen das mit oder sind dabei und haben das auch verantwortlich zu tragen, dann ist es schon sehr, ja, wie soll ich mal sagen, traurig alles. Aber darf ich fragen, warum so ein Projekt dann überhaupt erst begonnen wird, 10 Monate oder 7 Monate, das kann man sich ja eigentlich vorher ausrechnen, dass das überhaupt nichts bringt und da werden Gelder reingesteckt, wo ist da der Sinn oder der Gedanke hinter? Ja, ich glaube, dass diese großen Verbände und Vereine, die sich da mit beschäftigen, dass diese Verbände und Vereine sehr, sehr stark abhängig sind von den Geldgebern. In diesem Fall war das zum Beispiel das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und diese Bundesministerium, die haben bestimmte Schwerpunkte gesetzt in ihrer Arbeit. Das wissen wir alle, es gibt ja sogenannte Schwerpunktländer und in diesen Schwerpunktländern wird dann auf Teufel komm raus etwas entwickelt, das eigentlich mit Entwicklungspolitik relativ wenig zu tun hat. Dahinter stecken meines Erachtens jedenfalls andere Beweggründe. Da sollen bestimmte Leute unterstützt werden, denn es ist ja nicht einzusehen, warum, ich gebe mal ein Beispiel, Ghana so viel Entwicklungshilfe bekommt und so viel Zuwendung, nicht, von der Bundesregierung, so viele Projekte dort gemacht werden, währenddessen Länder, die wirklich arm sind, also die wirklich extrem arm sind und die unsere Unterstützung eigentlich brauchten. Nehmen wir mal zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Land, Hauptstadt ist Bangui, wirklich eines der ärmsten Länder der Welt, die auch sogenannte Failed States genannt werden, nicht? Also die Staaten, die es nicht zustande gebracht haben, so nach dem in unserem Sinne zustande gebracht haben, sich selber weiterzuentwickeln, dass diese Staaten überhaupt nichts bekommen. Also das ist völlig unverständlich. Es gibt eine Liste von Staaten bei BMZ, da fragen Sie sich, das ist, da hat doch mit Entwicklungshilfe nichts mehr zu tun, sondern das ist wirklich nur dann eine Auswahl von Partnern, die Bundesrepublik Deutschland oder die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland hat, um dort Politik zu betreiben, Einfluss zu gewinnen, bestimmte Menschen zu unterstützen, von denen sie sich wiederum politische Unterstützung erwarten. Na, wenn ich dem noch was hinzufügen darf, ist, glaube ich, ein wesentlicher Satz, den du sagtest, Einfluss gewinnen. Es müssen ja auch Märkte entwickelt werden. Wir als Deutsche sind ja als Kolonialisten nicht so groß bekannt gewesen. Und es gibt so Räume, die werden also auch von Deutschen gemieden, solange die Franzosen da zum Beispiel ihre Füße drin haben. Deutschland ist nicht so wirklich interessiert an dieser Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, wenn es angefordert ist und wenn es weltwirtschaftlich angesagt ist, da auch Märkte zu sichern. Und darum geht es ja. Es werden ja auch hier von der Bundesregierung, wenn all ehemalige Politiker für Landkäufe angeworben, wie ich zum Beispiel auch aus dem Senegal schon mitgekriegt habe. Und es gibt da, kann Helmut wahrscheinlich den ganzen Tag noch Geschichten zu erzählen, was da alles für Landraub und ja, an Existenzen eigentlich erstmal zerstört wurden für einen bestimmten Profit. Und jetzt haben sie natürlich auch erkannt, dass es nichts nützt, alles erstmal kaputt zu machen. Da gibt es ja diese wunderbaren Hühnchengeschichten. Die Hühnerfarmen werden ja alle kaputt gemacht. Das sind so klassische Beispiele. Wird alles kaputt gemacht, weil alles dann hin. Kannst du das vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären mit den Hühnerfarmen? Das kann Helmut besser erklären, weil dieses Projekt hat er wunderbar begleitet. Ja, wir haben gerade vor 3 Jahren ein Projekt hier auch in Deutschland durchgeführt im Rahmen einer Verbraucherschutzinitiative, sozusagen einer deutsch-afrikanischen Verbraucherschutzinitiative. Dort wurden wir auch gebeten, von afrikanischen Verbraucherschützern uns mit diesem Thema zu beschäftigen und das hier etwas deutlicher zu machen, dass die Bevölkerung hier davon überhaupt erstmal Kenntnis erhält, welche Auswirkungen bestimmte Exporte, die wir aus Deutschland in diese Länder verbringen, haben. Da haben wir uns konzentriert unter anderem auf diese Frage der sogenannten Hähnchenschenkel-Exporte. Das ist inzwischen bekannt, glaube ich, dass überschüssige Produktionsteile aus der Lebensmittelindustrie, wie beispielsweise eben diese Hähnchenschenkel, weil Deutsche essen gerne Hühnerbrust und dann bleibt sozusagen etwas übrig von dem Huhn, dummerweise, und das kann man hier in Deutschland nicht absetzen in dem Maße, wie es notwendig ist, und dann werden diese Teile verpackt, werden tiefgefroren
und werden dann in verschiedene Länder verschickt. Darunter sind sehr, sehr viele afrikanische Länder. Und gerade in den afrikanischen Ländern gibt es natürlich unglaubliche Probleme mit diesen subventionierten Hühnchenteilen, die da bei ihnen ankommen. Die heimische Hähnchenzucht wird dadurch völlig vernichtet, weil die Produktion eines lokalen Hähnchens meinetwegen auf dem afrikanischen Markt ist sehr viel teurer als das, was an Hähnchenschenkeln tiefgefroren aus Deutschland kommt, weil die deutschen Produkte sind durch die deutschen Steuerzahler und die deutschen, ja, wie soll ich mal sagen, Konsumenten auch subventioniert. Ohne dass die das wissen. Die wissen nicht, dass das so also billig verschleudert wird. Und die wissen natürlich auch nicht, wie die Konsumenten, dass drüben andere Menschen das kaufen müssen unter Bedingungen, auch die sie sich gar nicht so richtig vorstellen können. Wenn man in Accra auf bestimmte Märkte geht, sieht man da, wie diese Fleischreste dann aufgetaut sind, schon zum fünften Mal, weil es keine ausreichenden Kühlschränke gibt und keine Kühlgelegenheiten. Und dann dort verkauft werden zu Spottpreisen, Spottkilopreisen sozusagen. Und die Bevölkerung ist über mehrere Jahre an diese billigen Hühnerprodukte aus Europa gewöhnt worden, wie es ja immer so gewesen ist. Man hat sich an etwas gewöhnt. Und dann werden die Preise wieder leicht angehoben. Nicht? Das ist so dieser alte Trick, den kennen wir schon vom Weizen. Erst wird er geschenkt und nachher ist man davon abhängig. So hat es sich ja auch tatsächlich durchgesetzt. Also es gibt es in diesem Sektor sehr stark. Es gibt es ja nicht nur bei Hähnchen, es gibt es ja auch bei Textilien und bei allen möglichen anderen Dingen, die dort abgeladen werden. Ja. Aber wie ist denn jetzt beispielsweise eine Gegenwehr zu organisieren oder welche lokalen Wirtschaften kann man denn durch Projekte stärken? Kann man das überhaupt oder ist man quasi dort auf verlorenem Posten und macht so wie Sisyphus ständig einen Stein auf den Berg rollen und der rollt immer wieder runter? Also darf ich noch ganz schnell reinhaken, was mich interessiert, ob das überhaupt bekannt ist, sind diese, also wie Olaf gesagt hat, dieses Abladen von billigen Produkten, läuft das im Rahmen von Handelsverträgen oder das wollte ich nur wissen. Ja, natürlich. Also ich will erstmal das Erste, also natürlich gibt es viele andere Dinge auch, nicht? Also wir haben dieser sogenannte globale Handel hat ja diese Disharmonie da nur gefördert, die sowieso schon da gewesen ist seit der Kolonialzeit. Da gibt es ja auch sehr, sehr klare Verträge, die Außenhandel sozusagen fördern sollen von der Seite der sogenannten Industriestaaten her, von der Seite der Bundesrepublik Deutschland her. Natürlich, das ist ganz eindeutig. Diese Verträge werden auch heute noch abgeschlossen. Und es gibt natürlich auch, Gott sei Dank, ich will mal so sagen, es sind nicht wir, die die Lage da verändern werden. Und das sieht man auch jetzt schon. Es liegt nicht an uns, dass sich da etwas verändert, sondern es liegt natürlich an den Menschen, die dort leben, die sich selber organisieren, die aus ihrer eigenen Kraft heraus etwas entwickeln. Und das ist auch bereits geschehen. Es gibt also solche Verbraucherschutzorganisationen beispielsweise dort, die zum Beispiel den Elektroschrott bekämpfen, ich gehe mal auf Ghana wieder ein, oder die, also diese Hühnchenschenkel. Selbst einige Staaten Westafrikas und Zentralafrikas haben sich inzwischen diesem Protest ihrer Bürger angeschlossen. Also ich meine jetzt die Staatsmänner, die Regierung, was man nicht erwarten sollte immer. Denn dort ist ja doch schon eine ganze Menge Korruption und andere Dinge im Spiel. Aber immerhin, beispielsweise Kamerun hat die Tore geschlossen für Hähnchenschenkel und hat gesagt, nix, das soll hier nicht mehr rein. Wir schützen jetzt unsere heimischen Bauern, das darf nicht mehr passieren. Es sind ein, zwei, drei Ländern ist sowas auch schon vorgekommen. Aber das Thema ist in Afrika selbst angekommen. Die afrikanischen Verbraucher beginnen sich zu formieren und gegen diese Fragen selber sich zu wenden. Das können wir nicht machen, das ist nicht unsere Aufgabe. Nicht? Die Menschen werden sich schon selbst daraus befreien. Natürlich brauchen sie unsere Hilfe. Beispielsweise, indem wir darauf einwirken, dass wir diese Verträge,
die dort geschlossen werden. Also die Geschäfte, ihr kriegt Entwicklungshilfe und wir dürfen dafür unseren Industriemüll dorthin bringen. Ich will das mal verschärft so ausdrücken, dass diese Geschäfte eben dann nicht mehr so ablaufen. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, denn das ist unsere Regierung, auf die wir einzuwirken haben. Volker? Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass also bei Kamerun sozusagen die konnten sich gerade so rechtzeitig davor schützen. Aber es gibt ja sehr viele in Europa, die sich beispielsweise vor TTIP fürchten. Und das sind eben Freihandelsabkommen, die sind in Afrika schon längst gang und gäbe. Also, diese ganzen negativen haben die schon. Und die haben die eben nicht nur einseitig, beispielsweise mit den USA, sondern ganz besonders mit der Europäischen Union. Das betrifft die Fischerei. Das betrifft den kompletten Lebensmittelhandel. Das betrifft aber auch, Helmut hatte gerade darauf hingewiesen, die Sache mit Elektroschrott beispielsweise, dass also Produkte, die hier überhaupt nicht mehr angefasst werden dürfen, aus Arbeitsschutzgründen da also mal gerne hingeschickt werden, um die da zu recyceln oder eben sozusagen zu trennen in Müll und in weiterverwendbaren Produkten. Das ist der eine Aspekt, den ich noch gerade sozusagen aus meiner Sicht mit reinbringen wollte. Der zweite ist aber auch der, ich würde das jetzt nicht alleine auf Deutschland beziehen, sondern auch auf die komplette Europäische Union. Da habe ich beispielsweise die Erfahrung gemacht, wenn man also versucht, Projekte zu begleiten, zu entwickeln oder aufzustellen, beispielsweise im Nachbarland von Senegal, in Guinea, hatten also verschiedene, die hier in Berlin leben, Versuche unternommen, dort neue Produktionen aufzubauen. Und wir sind dann auch versuchsweise mal an die Europäische Union herangetreten oder auch an andere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Und da ist ein Prinzip, das muss man sich einfach vor Augen halten, um sozusagen die Sache insgesamt bewerten zu können. Wenn die Europäische Union Fördermittel in die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Ländern reingibt, dann nur unter dem Aspekt, dass das europäische Unternehmen, sprich also das deutsche, das Berliner Unternehmen, dass das gewinnorientiert den Profit auch bekommt. Also die Fördermittel sind so aufgebaut, dass das deutsche, das europäische Unternehmen Gewinn macht. Und nicht also keine Fördermittel mit anderen Worten? Ganz genau. Also für Afrika selber gibt es keine Fördermittel, die im Ansatz zu einer Wirtschaftsförderung führen würde. Ja, aber Wirtschaftsförderung wäre eigentlich das Zauberwort, um zu sagen, dass da eine Ökonomie entwickelt werden kann, die über das hinausgeht, was in sozialen Projekten und was in humanitären Maßnahmen oder eben in Bildungsprojekten und so weiter gemacht werden kann. Vielleicht in dem Zusammenhang denn auch noch mal der Hinweis darauf, dass eben durch diese Handelsverträge diese Projekte natürlich dann auch wieder einen zweiten Störeffekt bekommen. Ja, also dass ein kleines Projekt in die Gänge kommt und sich entwickeln kann, ist ja ein internationaler Konzern schon längst da, um die Ökonomie zu entwickeln, die wirklich den Profit abwirft. Sabine, wolltest du auch noch was ergänzen? Ja, ich wollte vielleicht auch noch versuchen, den Bogen zu schaffen. Sie haben ja nur mitgekriegt, dass Sie mit dieser Politik ja nur, also nicht nur Wertschöpfung abziehen können, sondern dass auch Menschen herkommen. Und was Sie jetzt ja ins Leben gerufen haben, also die Bundesregierung fängt ja jetzt an zu formulieren, Partnerschaft mit Afrika, nicht mehr für. Also die Worte sollen jetzt also ganz viel machen, was natürlich nicht passiert. Es ist weiterhin ein Fall von Entwicklungshilfe, dieses fürchterliche Wort. Aber Sie haben ja nur gesagt, wir wollen das jetzt ganz anders machen. Wir machen jetzt den Marshallplan. Marshallplan für Afrika, das heißt, wir müssen da rein investieren, damit die Leute wieder einen Sinn sehen, da zu bleiben. Sie wollen ja, haben ja Angst, dass hier zu viele Afrikaner kommen. Und in diesem Zusammenhang versuchen Sie, können Sie natürlich nicht, weil Sie haben Ihre Wirtschaftsverträge, wie ja hier gerade schon erwähnt, andere Projekte, gerade auch jetzt mit Bezug auf Bildung oder in Kultur, auch anderweitig zu fördern, wie zum Beispiel, dass Sie in Filmprojekte, weiß ich was, mal eine kurze Million unter der Hand vom BMZ weitergegeben werden, ohne dass man also jetzt großartig erstmal schon Anträge stellen könnte, wo man sagt, okay, wir haben hier ein Bildungsprojekt, wir versuchen im kleineren Bereich, also nicht auf Großkonzernebene, also im klassischen KMU, kleinere und mittlere Unternehmen, Bildung und Entwicklung und Business zu fördern, weil da
kann man noch viel machen. Die Großen haben ihre Märkte aufgeteilt und da stehst du daneben und wirst dann einfach platt gemacht. Wie hier, genauso. Ja? Im Endeffekt ist es das, was an kreativen anderen Momenten sich entwickeln kann, hat auch eine Zukunft. Und wenn wir zum Beispiel unser Projekt in irgendeiner Form auch anders finanziert kriegen, dass wir sagen, gut, wir suchen Partner, die in Bildung auch investieren, aber auch mit dem Ziel, dass also eigene Wirtschaften sich da entwickeln können, im Kommunikations- und im Medienbereich, dann haben wir alle was davon. Und zwar ist ja Kommunikation eins der wesentlichen Mittel, wie untereinander Informationsaustausch laufen kann. Und das ist nach der Manier West, läuft das derzeit ja alles, aber die Strukturen, die man afrikanisch vielleicht in Anführungsstrichen anders nutzen könnte, wären gar nicht genutzt. Das heißt, da wird Technik nicht einfach zu dem wirklich ausgeschöpft, was es eigentlich möglich macht. Und das ist so in dem Bereich, wo wir versuchen, nicht mit den Großen zu konkurrieren, sondern in anderen Bereichen, in der Wissensvermittlung, in dem Aufbau des eigenen Wissens oder im Vertrauen zu sich selber wieder was zu tun. Weil sie werden halt platt gemacht. Wenn sie Erfolg haben, werden sie gleich von größeren anderen Unternehmen erstmal kurz aus dem Geschäft gemobbt. Also im Grunde ist das Ganze eine große Augenwischerei, kann man sagen. In vieler Hinsicht ja. Wir müssen halt gucken, wir müssen nicht glauben, dass wir das, wenn wir jetzt irgendwelche Fördergelder beantragen, dass wir jetzt hier eine große Entwicklung da in Gang setzen und die tollen Menschen sind, sondern sagen, okay, das Geld wird ausgegeben. Gucken wir, dass wir das für Projekte mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und Perspektiven haben, sinnvoll einsetzen, aber glauben nicht, dass wir jetzt hier Heilsbringer sind und weiß ich wer. Sondern es gibt Möglichkeiten, genauso wie hier, und die sollten wir nutzen. Und im Endeffekt, seit Jahren finanzieren wir bis dato die ganze Geschichte selber, wollen natürlich aber einen Schritt in der Bildungsentwicklung weiter und woanders hingehen, was ich ja vorhin schon sagte, um es wirklich auf der Ebene des afrikanischen Marktes, Kommunikation, interkulturelle Fragestellungen und so weiter, sinnvoll aufzubauen, dass die was davon haben. Ja? Das ist so der Punkt. Dann lassen wir das jetzt an dieser Stelle mal kurz sacken und machen die nächste Musik. Die passt zum Thema Strom und Wasser, featuring the Refugees mit der Minister. Friedrich, kommst du bitte? Noch mal so auf das Vater Thema will ich kommen, sehen. Ob das es wird alles wieder gut. Herzlosen Nachmittag zugange. Unser Thema ist heute Afrika. Und wir hatten jetzt schon interessante Aspekte darüber, was alles da eigentlich in Fehlsteuerungen passiert. Jetzt würde man eigentlich fragen, wenn das so deutlich ist, dass das so fehlgesteuert ist, warum macht man es dann so? Genau, das würde mich jetzt interessieren, weil es geht ja im Moment durch die Medien, natürlich jetzt vor der Wahl, es wird jetzt alles besser. Also unsere Bundesregierung verspricht Projekte, damit die Leute nicht zu uns kommen, sondern in Afrika bleiben. Und da würde ich jetzt gern wissen von euch, ihr habt da ja Einblick, was ist von diesen Projekten zu halten oder was passiert da überhaupt? Volker, gibt es ein Problem? Ja, er sitzt auf dem Mikrokabel, aber du kannst schon mal losreden. Ich glaube nicht, dass er dir jetzt den Ton abwirkt. Nee. Gut. Nein, du hast eigentlich mit der Frage hast du eigentlich schon einen Teil der Antwort eingeleitet. Nämlich, es handelt sich ja nicht um Projekte, die anderen etwas helfen sollen, sondern es handelt sich um Projekte, die uns helfen sollen. Also wenn ich dafür sorge, dass in Afrika bestimmte Fördermaßnahmen durchgeführt werden, die den einzigen Zweck haben, die Leute da zu halten und nicht oder ihnen den Anreiz zu nehmen, hier hinzukommen, oder umgekehrt hier Projekte starte, die den Anreiz geben, dass die Leute zurückgehen, dann hilft das ja unserer Gesellschaft in erster Linie. Und dann ist das eine Investition hier. Ne? Also es ist schöner als Mauern zu bauen oder die Grenzen dicht zu machen, aber klingt vor allem besser. Es klingt deutlich freundlicher, aber der Sinn und der Zweck ist derselbe. Das heißt, der Ansatz auch von dieser als Marshallplan bezeichneten Geldbereitstellung ist auch in erster Linie der, den europäischen Unternehmen bessere Bedingungen auf dem Weltmarkt zu schaffen.
Das heißt also, wenn ein europäisches Unternehmen nach Afrika geht und im Rahmen der Marshallplan-Geschichte, also ich weiß gar nicht, ob das Ding denn auch amtlich wirklich so heißt, aber so wird es im Moment ja genannt, also im Rahmen dieser Hilfsmaßnahme dort Produktionen entwickelt oder Dienstleistungen entwickelt, dann ist ja der Gedanke dabei, dass das gleich auf demselben Niveau stattfindet, wo wir das haben. Wobei dann eben zu erwarten ist, dass der Arbeitsmarkteffekt dort vor Ort gar nicht so gewaltig sein kann, wie er eigentlich in der Diskussion eingebracht wird. Also wenn ich also wirklich etwas tun will, um Menschen dort zu halten, wenn ich also etwas machen möchte, um die, ich sag's immer, selbstgenerierte, also ein aus sich selbst entstehendes Wachstum vor Ort, wenn ich das schaffen will, dann geht das nur über sogenannte kleinere Kreisläufe. Ja, die müssen also ihren eigenen Kreislauf entwickeln, ökonomisch betrachtet. Die müssen also selber einen Produktionszirkel aufbauen, der auf der Basis liegt, in der deren bisherige ökonomische Tradition überhaupt stattfindet. Die ist etwas anders gelagert, die ist auch von der Ausrichtung her nicht so eindeutig auf den Erwerb gelegt, sondern mehr auf die Frage, wie kriege ich die Gemeinschaft damit befördert, ne, materiell, weniger eben auf die Zielsetzung des Einzelnen. Also das sind alles Dinge, die ich dann berücksichtigen muss. Wie sieht die Lage vor Ort aus? Und das ist wirklich in jedem afrikanischen Land. Wir sagen immer Afrika, aber das sind also mindestens 6 verschiedene Regionen, die untereinander so viel zu tun haben, wie wir meinetwegen mit Südamerika, jetzt mal so kulturell betrachtet. Und da gibt es also eben unterschiedliche Ansätze. Und dann gehe ich also hin und betrachte meine eigene Ökonomie, die europäische, und sage, das sieht so und so aus. Wir haben Großproduktion, wir haben eine sehr hohe Verdichtung, wir haben eine sehr hohe Produktivität, wir haben entsprechend auch Rationalisierungsmaßnahmen in den letzten 100 Jahren durchgeführt, die sehr gewaltig waren. Und komme dann mit diesem Niveau auf diese Ebene an. Damit ist eigentlich schon von vornherein gesagt, wenn da nicht zusätzliche, ganz klare Maßnahmen ergriffen werden, die bis in die einzelnen Dörfer runtergeht, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt und ist gleichzeitig wieder ein Reflex auf das, was wir vorhin unter dem Thema Freihandelsabkommen diskutiert haben, weil eine Ökonomie, die so gefördert wird, sehr schnell dann offen wird und auch sozusagen geändert werden kann von den großen globalen Unternehmen, die sowieso schon da vor Ort sehr interessant tätig sind. Ja, also das wäre sozusagen die Kritik aus meiner Sicht dabei, der man einfach nur entgegenstellen kann. Wir versuchen es eben im kleineren Rahmen und hoffen darauf, dass das so beispielgebend ist, dass sich da, Beispiel Kamerun, auch in den anderen Ländern etwas entwickeln lässt. Aber so, wie es derzeit propagiert wird, halte ich es für schwierig. Vielleicht noch einen kurzen Ansatz. Also es geht ja nicht nur um diese Selbstständigkeit oder die Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es geht ja auch darum, dass also in einigen afrikanischen Ländern die Unabhängigkeit ihrer Währung ja noch gar nicht mal vorhanden ist. Sie sind ja immer noch damals an den Franc gebunden, also in Westafrika. Da gibt es sehr viel Widerstand und scharfe Diskussionen mit den Regierungen, dass also der CFA, der französische CFA freigegeben wird, und es ist ja immer noch festgelegt, und da liegen Millionen von Euros mittlerweile in irgendwelchen Kerkern, um die Währung zu stabilisieren. Das heißt, die sind auf vielen Ebenen dabei, ihre Unabhängigkeit nun mal wirklich zu bekommen, die ja noch in vielen Punkten nicht vorhanden ist. Und wenn man dann das, was jetzt hier punkto Marshallplan und diese unterschiedlichen Niveaus der Anforderungen, die da bestehen, und man dann also auch weiter darüber denkt, was ist jetzt hier bei uns, ja, wenn wir nochmal den bedingungslosen Nachmittag vom Grundeinkommen angefangen bis hin, wir haben unser Recht auf Bildung, wo gehen die ganzen Geschichten hin? Wie kriegen wir eine gemeinschaftliche Entwicklung hin, um dann Niveauausgleich zu kriegen, um nicht hier irgendwie wieder die nächsten Besatzer zu sein? Ja, ja. Da
da ist ja schon sehr viel gesagt worden. Man kann das vielleicht noch mal etwas zusammenfassen. Also der Marshallplan, das hört sich ja irgendwie, hat miteinander jetzt vom Wort her eigentlich auch überhaupt nichts zu tun, geht von einer Ideologie aus, wie sie schon einmal im Entwicklungsministerium von dem vorigen Minister verbreitet wurde. Da geht es darum, er hat damals gesagt, jede Mark, die die Entwicklungshilfe ausgibt oder jeder Euro, würde sich dann vervielfältigen durch Investitionen, die die großen Firmen oder die Firmen dann in Afrika vornehmen. Das ist also ein ähnliches Konzept. Man geht davon aus, dass man die Expansion unserer Wirtschaft in diese Region fördert. Das ist so die Hauptrichtung. Und dass sich daraus dann Effekte ergeben, dass die Wirtschaft selber auch Geld gibt, um sich da weiterzuentwickeln. Das ist schon von der Denkungsart her, sagen wir mal, irgendwie kindergartenmäßig. Denn es hat ja doch kein Industrieunternehmen daran Interesse, die Region zu fördern, in denen es tätig ist. Es hieß ja so ungefähr, als wenn H&M hingehen würde und würde sagen, okay, lass es doch den Leuten da drüben jetzt mal mehr Lohn zahlen für das Nähen der Klamotten. Da haben die natürlich überhaupt gar kein Interesse dran. Die wollen ja gerade Regionen auf der Welt haben, in denen das Lohngefälle so hoch ist, dass sie höhere Gewinne machen können. Sonst würde sich eine Arbeit in diesen Ländern für diese Konzerne ja gar nicht lohnen. Da würde sich überhaupt nichts für sie daraus ergeben an Gewinn. Also wäre die einzige Möglichkeit für die afrikanische Bevölkerung, die ganzen Europäer, die ganzen Konzerne rauszuschmeißen. Kann man das so ganz platt mal auf den Punkt bringen? Das kann man natürlich so sagen, das entspricht vielleicht auch meiner Überlegung, aber es wird sich natürlich in der Realität nicht so umsetzen lassen, das ist ganz klar. Und deshalb wäre das wahrscheinlich ein Ziel, dass der Bevölkerung dort so viele Nachteile und so viele Dinge einbringt, also die sie wirklich nicht verdient haben. Es ist ja jetzt schon schlimm genug. Nicht? Also die Dinge, die wir erkennen, ich will nur mal ein Beispiel geben. Wir wissen, dass der Südsudan vom Nordsudan mal getrennt wurde. Der Grund dafür war natürlich die Frage der Erdölförderung im Sudan insgesamt und der Stellvertreterkrieg um dieses Erdöl zwischen zwei großen Nationen. Ich brauche sie hier, glaube ich, nicht zu nennen jetzt. Es geht einfach darum, dass diese Menschen, die dort leben, mit diesen eigentlichen sogenannten Entwicklungsdingen, die da auf sie zukommen, nicht das Geringste zu tun haben. Kein Mensch kann mit dieser blöden, klebrigen Masse, die da aus der Erde kommt, überhaupt irgendetwas anfangen. Nicht? Also wenn Sie sehen, wie die Menschen dort leben, wie sie da ihre Kühe weiden und welche Geschäfte sie da nachgehen, um ihren Käse herzustellen und so weiter, dann ist das, was wir da als Industrie betrachten oder als das, was diese Länder weiterbringen sollen, so weit von dem Leben der tatsächlichen Leute in diesen Ländern entfernt, dass sie auch wirklich nicht wissen, was sie damit anfangen können. Wir hatten jetzt ein bisschen an der Oberfläche schon gekratzt an direkten Widerständen von Leuten, Einheimischen vor Ort, die sich durchsetzen, die nach und nach für ihre Länder möglicherweise auch jetzt erstmals richtige Autonomie durchsetzen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr davon hören. Also die ein oder andere konkrete Geschichte würde ich schon ganz gerne haben, um mich daran festhalten zu können, weil eine gewisse Hoffnung möchte der Mensch ja auch immer haben. Ja, Hoffnung haben wir ja auch alle. Also ich kann Ihnen sicherlich da, ich gebe mal das Beispiel mit dem Elektroschrott. Also das ist wirklich aus Ghana selbst gekommen. Sie wissen ja sicherlich, dass über Jahrzehnte hinweg wir hier unseren Elektroschrott auf Schiffe geladen haben und den darüber geschafft haben. Und dann hat es ja in einigen Städten Ghanas richtige Verwertungszentren gegeben, aber nicht so, wie wir uns Recycling vorstellen, mit so Plastikhandschuhen und kleinen Käppchen auf dem Kopf und Entlüftungsanlagen und all diesem ganzen wunderbaren Zeug, was wir hier in Europa dafür haben, sondern da wurden die Elektrobeläder auf den Haufen geworfen, da waren ein paar Kinder, die haben die angezündet, das Plastik ist verbrannt und dann sind die Kupferleitungen übrig geblieben. Nicht mal so als Beispiel. So, und dieses Kupfer kann dann als Kupfer verkauft werden und bringt dann einen kleinen Gewinn für diese Jugendlichen und Kinder, die da auf diesen Plätzen arbeiten. Warum sind das eigentlich Kinder und Jugendliche hauptsächlich? Habe ich mich immer wieder gefragt und die einzige Antwort, die ich weiß, ist, es gibt wahrscheinlich keine, die das lange überleben.
Denn die Verschmutzung, die durch diese Art von Arbeit dort stattfindet in den Ländern, ist natürlich, also das ist, dagegen ist das hier, wogegen wir uns hier wehren, nicht? Diese paar Gramm oder Milligramm Feinstaub, das ist so lächerlich gegen das, was die da zu ertragen haben, dadurch, dass sie unseren Schrott da verarbeiten müssen, der dahin geschafft wird. Also das ist wirklich, das ist, ich kann als, ja, wie soll ich mal sagen, als jemand, der so lange gelebt hat, wenn ich dann hierher komme und das höre, ist es ein bisschen lächerlich für mich. Entschuldigung, es ist toll, dass die Leute das hier machen und sich dagegen wehren, aber die Relation ist einfach nicht da. Wenn man das sieht, diese riesigen Halden, auf denen also das der Elektroschrott dort verarbeitet wird, in Anführungsstrichen, also verbrannt wird und auseinandergezerrt und wo Kinder mit Knüppeln drauf rumhauen, damit sie die Platinen da rausholen. Also das ist barfuß unter Bedingungen. Also das kann man einfach nicht mit dem vergleichen. Es ist schrecklich. Ich habe kein anderes Wort. Es ist erschreckend, es ist in die Hölle. Also dagegen ist Hieronymus Bosch eigentlich noch ein netter Kerl, der irgendwie so ganz, nicht? Ganz hübsche Szenen, romantische Bilder geschaffen hat. Das muss man mal in dieser Härte sagen. Und da hat es natürlich auch in Ghana dann irgendwann mal Leute gegeben, die gesagt haben, also verdammt nochmal, das darf mit unseren Kindern nicht passieren. Das darf hier bei uns nicht passieren. Denn Ghana hat ja auch eine lange Geschichte. Das ist ja nicht irgendwie so ein nicht Bananenland, wie das immer dargestellt wird, sondern da sind ja auch Intellektuelle in dem Land. Das sind auch Menschen, die darüber nachdenken und die auch die Gelegenheit haben, sich zu äußern. Also so ist es nicht. Es gibt also Zeitungen, da und Zeitschriften, oppositionelle Zeitschriften und so weiter, die sich dazu äußern. Und da hat sich eben eine Gruppe von Menschen gebildet, die gesagt haben, nee, so, das soll nicht so nicht weitergehen. Es muss jetzt Schluss sein damit. Und die versuchen jetzt auch auf ihre Art und Weise natürlich, durch ihre Mittel, die sie haben, die Einfuhr dieser Dinge zu verhindern, versuchen auch auf ihre Landsleute einzuwirken. Darf ich dazwischen fragen? Aber es sind doch bestimmte Verträge da, die eingehalten werden müssen, also im Rahmen dieser Handelsverträge. Man kann doch nicht einfach sagen, wir wollen jetzt den Elektroschrott nicht mehr einführen. Doch, das kann man sagen, weil es in der Zwischenzeit ja auch, sind ja auch die Verbraucherschützer hier in Deutschland nicht ohne. Also die haben ja auch was unternommen und es hat eine Gesetzesänderung gegeben. Es darf offiziell eigentlich nicht ein einziges Gramm Elektroschrott nach Ghana geliefert werden. Okay. Ja, das ist also verboten inzwischen. Nach diesen Regeln der internationalen Handelsverträge würde man jetzt dann aber vermuten, dass die Firmen, die den bisher eingeführt haben, so ein privates, aus drei Personen, drei Rechtsanwälten bestehendes Schiedsgericht anrufen und das dann wahrscheinlich den Staat Ghana zu enormen Ausgleichszahlungen verurteilen würde. Ja, ist das solche, passiert? Oder? Solche ähnlichen Dinge gibt es. Es wird dann diversifiziert, wie man so schön sagt, nicht? Also es gibt dann nicht eine große Firma, die das macht, sondern es gibt dann eben 35 Firmen, die dann auch wahrscheinlich dann auch noch mit Afrikanern als Geschäftsführern arbeiten, die sich dafür hergeben, weil sie ja da Geld irgendwo brauchen und sich da nicht korrumpieren lassen. Das ist ja alles so geschehen. Wenn Sie heute in die einschlägigen Exportplätze gehen, in Hamburg und so weiter, am Hamburger Hafen, da werden Sie sehen, dass da hauptsächlich jetzt Afrikaner tätig sind, die das aufkaufen und dann verschiffen. Aber dahinter stecken natürlich, wie beim Drogenhandel, andere Leute, die das finanzieren. Nicht? Das sind also da sehr, sehr stark hat sich das entwickelt in diese Richtung. Und da muss man einfach sehen, dass diese ganze Geschichte, wie sie hier bei uns empfunden wird, natürlich dort drüben auch eine Reflexion erreicht hat, die sehr stark ist. Also diese Menschen, die sich dagegen diesen Export oder aus ihrer Sicht Import von Elektroschrott aus, sind sehr stark geworden in der Zwischenzeit und versuchen wirklich mit ihren Mitteln auf die Regierung Ghanas einzuwirken, dann auch diese Verträge zu verbessern und die Europäer zu zwingen, solche Dinge nicht mehr zu machen. Ich wollte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, wenn ich darf. Ich weiß nicht, wie lange Zeit wir haben. Dieser andere Aspekt ist, dass auch unsere Wirtschaft sich ja nicht, unsere Wirtschaft ja auch nicht stehen bleibt, sondern dass wir gerade jetzt in einer Zeit des vollständigen Umschwungs sind, insbesondere in der Frage der Industrieproduktion. Sie haben ja sicherlich schon gehört von dieser Frage der Industrie 4.0. 4.0 sagt man ja so schön, ne? Das sind ja Entwicklungen, die die nächsten 50 Jahre, sagen wir mal, ganz entscheidende Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft haben werden. Und diese Entwicklungen, das heißt, ich will das mal kurz versuchen, in einem Satz zusammenzufassen,
Es wird ja versucht, jetzt von der computergesteuerten Maschine hinzukommen zu einer Maschine in der Produktion, die sozusagen selbst spricht mit anderen Maschinen und sich selber sozusagen mitteilt über das Internet. Also die neue Verbindung zwischen den Maschinen wird durch das Internet hergestellt und diese einzelnen Maschinen werden jetzt so gebaut, dass sie in der Lage sind, den Automatisierungsprozess, der ja schon sehr weit geschritten ist in der Industrie, noch weiter voranzutreiben. Das ist jetzt der neue Trend. Das wurde jetzt in den vergangenen Jahren fast ohne Wissen der Bevölkerung so richtig sehr, sehr stark vorangetrieben und gerade von den großen Firmen, also Siemens und so weiter, die haben sich da sehr, sehr stark engagiert. Und die Bundesregierung hat enorme Gelder in diese Projekte hineingesteckt, bereits. Was daran interessant ist jetzt für uns in dem Zusammenhang mit Afrika, ist sicherlich die Frage, wie wird sich die Industrie, ich sage mal ein altertümliches Wort, Arbeiterschaft, entwickeln hier in Europa. Das heißt also, wie wird sich das auswirken auf die Anzahl der Arbeitsplätze, die wir in Europa haben werden und welche Konsequenzen hat das wiederum für die Frage, welche Menschen wir in Zukunft industriell verwertet hier nach Europa überhaupt brauchen? Das ist eine ganz entscheidende Frage, jetzt auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen meines Erachtens, die einen Stimmungswandel auch mit beeinflusst haben in diesen Fragen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es gibt eine vorbereitendes Symposium, Universität so und so, Aachen irgendwo, wo gesagt wurde, also wir haben zu erwarten, dass wir jetzt in den kommenden 35 Jahren diese neue Rationalisierungs-, Automatisierungswelle in Europa etwa einen Einbruch in der Anzahl der benötigten Arbeitskräfte haben wird, der so etwa bei 20% liegt. Ja, in etwa bei 20% liegt. Darf ich da mal zwischenfragen? Es wird aber immer noch kommuniziert, dass wir die Flüchtlinge brauchen, weil sie Fachkräfte sind, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Das ist also Unsinn, oder? Also das kommt immer darauf an, es gibt ja verschiedene Interessengruppen auch innerhalb der Industrie. Da gibt es sicherlich Interessengruppen, die solche Dinge noch für richtig halten. Es mag sein, dass der gehobene Mittelstand oder sagen wir die mittelständische Industrie da noch solche Arbeitskräfte braucht. Die Großindustrie ist schon anders ausgerichtet, rechnet schon damit, dass wir bei uns, wie gesagt, etwa 20%, das steht auch in deren Unterlagen drin, das kann man da sehr einfach nachlesen, dass wir also jetzt in Zukunft 20% bis 35 der Arbeitskräfte insgesamt verlieren werden in dem Sektor, dass die Rationalisierung, die zweite Welle der Rationalisierung jetzt durchschlagen wird. Wir haben ja die erste Welle gehabt, das nannte sich damals noch, die Industrie hat sich ja damals noch der Revolution 3 zugewendet, jetzt haben wir die Revolution 4, wie man so schön sagt, und diese vierte Revolution kostet Arbeitsplätze, das ist ganz eindeutig, und zwar sehr viele, die dort wegfallen werden. Dadurch wird sich natürlich das Gesicht der gesamten Industrie hier in Deutschland als auch das Gesicht der weltweiten Industrie verändern und damit auch die Frage, wie viele Arbeitskräfte sie noch brauchen aus anderen Ländern. Da wollte ich nur darauf hinweisen, weil das sind ja Dinge, die in die Zukunft schauen. Im Moment waren wir noch ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt. Ja, das Argument ist ja eigentlich aus der Vergangenheit. Ja? Also natürlich ist es einerseits so, wie Helmut Schrader gerade beschrieben hat, dass es natürlich abhängig davon ist, welche Branche darüber jammert, keine Fachkräfte zu haben. Das sind in aller Regel dann auch Branchen, die selber sehr schlecht auch ausbilden, was den Fachkräftebedarf angeht. Bei der zu erwartenden Rationalisierung auf der Basis 4.0 spricht man aber von ganz anderen Berufen. Da spricht man gar nicht mehr von den Facharbeitern, sondern da spricht man inzwischen auch von Rechtsanwälten und Betriebswirten, die in ihrer Tätigkeit nicht mehr so benötigt werden, wie das derzeit der Fall ist. Das heißt also, es ist noch gar nicht komplett ermittelt, wie tiefgreifend die Rationalisierungswelle dann da durchgeht zwischen diesen einzelnen Bereichen. Der zweite Punkt muss man aber auch noch mal darauf hinweisen, nicht alle diese Flüchtlinge lassen sich so ohne weiteres etikettieren als hoch ausgebildete Fachkräfte, die nahtlos in unseren Wirtschaftszweigen unterkommen können. Das war auch zur Zeit
ein freundliches Argument, um sozusagen eine Offenheit zu schaffen in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen. In der Tat ist es so, dass man da, wo Krieg ist, nicht selektiert, wer flüchtet, sondern da flüchten alle, die können. Ja, also da gäbe es auch eine ganze, oder gibt es auch eine ganze Menge nachzuqualifizieren in den vielen einzelnen Bereichen, ob das von der Sprache anfängt, bis hin zu einigen Techniken, die in unterschiedlichen Ökonomien noch unterschiedlich entwickelt sind und auch unterschiedliche Vorschriften, die sich auf die Arbeitsbedingungen auswirken und so weiter und so fort. Also da ist, denke ich mal, so bruchlos funktioniert das alles nicht. Ja, wir sind schon in der zweiten Stunde unserer Sendung. Darf ich noch mal kurz, Sabine, noch was dazu zu ergänzen? Ja. Olaf, entschuldige bitte. Bitte schön. Das wäre jetzt, glaube ich, zu weit, weil im Endeffekt, wenn man also diese Sachen mit betrachtet, und das ist, wenn man vielleicht noch mal so ganz kurz ins Hier und Jetzt rein, ins Hier und Jetzt reinkommt, zu sagen, okay, wir wissen, wie ihr mitkriegt, haben wir ein sehr starkes Bewusstsein zu dem, was sich also um uns herum tut. Wir sind träumen nicht jetzt von der besseren Welt, weil wir in Afrika was unternehmen, sondern im Endeffekt ist es eigentlich auch für uns selber eine Positionierung zu entwickeln, wo können wir wie überhaupt noch auf dieser Welt leben? Wie sehen wir eigentlich zukünftig auch eine Ökonomie, wenn man jetzt nicht im Mainstream da also irgendwie abtauchen will? Und wo hat es Sinn, sich zu positionieren mit, also das sehe ich jetzt nicht nur für, sondern das sehe ich genauso für mich selber. Weil es gibt ja auch die Diskussion über, welche Ökonomie hat denn überhaupt noch Bestand, wie viele Crashs können wir noch überleben, vom Social Business angefangen. Diese ganzen Diskussionen, die fangen ja da auch an, irgendwo eine ganz andere Form von Fuß zu fassen. Und auch in Afrika, da gibt es sehr viel Diskussion zu den unterschiedlichsten Themen. Wie kann sich eigentlich unsere Ökonomie im Verhältnis zu der ganzen Weltwirtschaft entwickeln? Also die träumen da nicht, bloß es gibt bestimmte Marktstrukturen. Und wenn du wenig Geld hast, kannst du auch wenig ausrichten. Und diese Situationen müssen sich dann langsam durch bestimmte Formen von Organisation und auch Unterstützung und sinniger Kooperation entwickeln können. Das ist hier genauso wie, weiß ich was, die 68er hier, wir andere Modelle entwickeln, sie entwickeln da auch andere Modelle. Und das ist das, was ich also für ein weiteres Leben für Kinder oder meine Enkel oder wen auch immer dann auch spannend finde. Was tun wir mit dem, was wir wissen? Da wir beim bedingungslosen Nachmittag sind, habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt dann in der zweiten Stunde den großen Bogen schlagen werden von der Debatte, die wir gerade eben gehabt haben, zum bedingungslosen Grundeinkommen und zu den Perspektiven, die es möglicherweise weltweit dafür gibt, was ja ganz wichtig ist zu fragen, handelt sich hier um eine Sache, die an einem einzelnen Nationalstaat nur begrenzt eingeführt werden kann, oder handelt es sich vielmehr um eine weltweite soziale Idee? Das, glaube ich, wäre jetzt die Diskussion, die wir dann führen können. Davor gibt es allerdings die Satire, ganz traditionellerweise. Wir haben jetzt 17 Uhr schon ein bisschen hinter uns, machen aber trotzdem erstmal eine Musik, und zwar diesmal Michael Friedman mit Poor Man's World. Jetzt ist es heraus, meine Damen und Herren, was Martin Schulz gemeint hat mit der Korrektur der Agenda 2010, die Einführung von Hartz V. Oder wie es Arbeitsministerin Nahles ausdrückt, Arbeitslosengeld Q. Wofür steht das Q? Q wie Quatsch, wie Quark, wie Quasselstrippe. Nein, Q wie Qualifizierung. Es ist nämlich so, Arbeitslosigkeit wäre an und für sich gar kein Problem, wir haben nur die falschen Arbeitslosen. Wir brauchen Spieledesigner, Softwareentwickler, IT-Fachleute. Was haben wir stattdessen? Chiropraktiker, Archivare und jede Menge Einzelhandelskaufleute, die heute kein Mensch mehr braucht in Zeiten der Online-Bestellung. Wir brauchen mehr BWLer, aber immer noch studieren viel zu viele junge Menschen Germanistik. Wir brauchen Ingenieure, aber haben stattdessen arbeitslose Dreher, Schweißer, Zerspaner und noch ganz andere überflüssige Facharbeiter, von den mehr als nutzlosen Künstlern gar nicht erst zu reden.
Deshalb muss jetzt das Angebot der Nachfrage angepasst werden. Nicht, dass das nicht schon längst geschieht. Der Arbeitgeberverband hat sofort Einspruch eingelegt gegen das Arbeitslosengeld Q, weil die Weiterqualifizierung in erster Linie Sache der Wirtschaft sei. Das ist neu. Es ist noch nicht allzu lange her, da hat sich die Wirtschaft lautstark darüber beklagt, dass sie mit den Kosten für die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte unzumutbar belastet sei und den Staat regelmäßig dafür angeklagt, dass dieser seiner Verantwortung bei der beruflichen Ausbildung nicht nachkomme. Ja, es war den Unternehmen sogar so unzumutbar, die Kosten für die Berufsausbildung zu übernehmen, dass reihenweise bereits ausgebildete Fachleute aus anderen Ländern angeheuert wurden. Beziehungsweise angeheuert werden sollten. Und dass das nicht geklappt hat, daran war der Staat schuld. In Wahrheit waren die Angebote, die deutsche Arbeitgeber auf dem Weltmarkt für Spezialisten abgegeben hatten, einfach nicht konkurrenzfähig. Und von dem Spruch Kinder statt Inder hatten auch schon indische Computerspezialisten in Hyderabad was gehört. Deutsche Unternehmen sind einfach viel zu knauserig, um die Besten der Welt zu bezahlen. Aber jetzt wollen Sie auf einmal für Weiterqualifizierung zuständig sein? Natürlich, aber nur, weil Sie auch diesmal wieder ein Geschäft wittern. Wenn die SPD ihre Ankündigung wahrmachen kann und Weiterqualifizierung keine Kannleistung, sondern ein Rechtsanspruch wird, dann muss die Bundesagentur für Arbeit natürlich massiv mehr Geld für Kurse ausgeben. Und jetzt beginnt das Rattenrennen, wer sich dieses Geld sichert. Und da zeigt sich, es gibt eine Weiterbildungsszene, die steht der SPD nahe und den Gewerkschaften, und eine andere Weiterbildungsszene, die mehr bei CDU und Arbeitgebern angesiedelt ist. Das ist noch ganz wie in der guten alten Zeit von Zweiparteiensystem und Proporz, politischem Proporz. Sie erinnern sich. Umschulung war übrigens auch damals schon ein Thema. Gisela Schlüter hat in der ARD-Sendung Zwischenmahlzeit jedes Mal eine Umgeschulte gespielt, die in ihrem neuen Beruf unangenehm auffiel, weil sie die Gewohnheiten und die Angewohnheiten, die sie sich aus ihrem alten Beruf noch mitgebracht hatte, im neuen Beruf ausgelebt hat. Beispielsweise, wenn die Kfz-Mechanikerin zur Krankenschwester umgeschult worden war, dann hat sie das Krankenbett erstmal an die Decke gekurbelt, um nachzusehen, wie der Unterboden so aussieht. Oder wenn die Jägerin zur Heiratsvermittlerin wurde, hat sie aus einem vermögenden Herrn einfach mal einen kapitalen Bock gemacht. Wie werden jetzt wohl die Umschulungen der Neuzeit aussehen? Ein Computerspiel, das von einer umgeschulten Schleckerfrau designt wurde? Muss man da nun Regale einräumen oder Angestellte rausschmeißen oder beides? Und wofür gibt's da Punkte? Für langjährige Betriebszugehörigkeit oder erfolgreiche Konkursverschleppung? Oder eine Brücke, die von einem Ingenieur entworfen wurde, der vorher Germanist war, liegt die dann auf fünffüßigen Jamben gelagert oder entspricht die Verstrebung dann mehr gekürzten Alexandrinern? Immerhin, die neue Sachlichkeit gab es nach dem Ersten Weltkrieg auch sowohl in der Literatur als auch in der Architektur. Vielleicht ist der Weg vom einen zum anderen ja gar nicht so weit. Immerhin ist der Präsident der USA auch der prominenteste Umschüler unserer Zeit, vom Showmoderator zum Politiker, vom Millionär zum Multibilliardär. Das Amt lässt sich ja erstaunlich gut melken. Und das ist wahrscheinlich auch die Hoffnung der begeisterten Schulz-Anhänger, dass mit anderen Berufen auch ein ganz neuer Wohlstand über uns kommt. Schulz macht uns zu anderen Menschen. Schulz macht uns reich. Wie Trump wird Schulz eine Mauer bauen und die Türkei muss sie bezahlen oder so ähnlich. Das mit dem im neuen Beruf unangenehm auffallen, das ist wirklich gar nicht mehr so weit hergeholt. Wenn aber an der Spitze jetzt ab sofort schon alles anders gemacht wird von hektisch Umgeschulten, dann werden wir uns an der Basis natürlich dementsprechend anpassen. Umschulen, das ist die Zauberformel. Wir werden uns jetzt alle umschulen lassen, auf dass wir alle glücklich werden. In Berufen, für die wir mangels Neigung nicht geeignet sind. Ryzen Circle mit African Dream. Und wir waren ja jetzt gerade bei der Themenüberleitung von der gegenwärtigen Situation zu den Möglichkeiten, an dem Ganzen was zu ändern.
Genau, also Grundeinkommensaktivisten und Aktivistinnen sagen immer, es wäre sinnvoll, das Grundeinkommen zuallererst in armen Ländern einzuführen und dann nach und nach, je nachdem, in den reicheren Ländern. Und da würde ich gern von euch wissen, die ihr Einblick habt. Volker, fang mal an. Was sagt ihr dazu? Also prinzipiell würde ich erstmal sagen, bedingungsloses Grundeinkommen da einzuführen, wo die Bedingungen dafür zunächst mal vorhanden sind, auch gesellschaftlich vorhanden sind, wäre der sinnvolle Schritt. Also wenn ich, dann ist das zunächst mal dahingestellt, ob das ein armes Land oder ein reiches Land, wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen so sind, dass man bedingungsloses Grundeinkommen einführen kann und wenn es in dieser Wirtschaft und in diesem Sozialsystem funktioniert, dann sollte man es machen. Ob das nun jetzt wirklich hilfreich ist, in armen Ländern zu beginnen, das schließt sich mir nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Gedanke dahinter, der Gedanke dahinter ist einfach, dass wir, die wir dann schon ein Grundeinkommen haben, arme Länder eben nicht noch mehr ausbeuten. Das ist so der Gedanke dahinter. Das mag ein Gedanke dahinter sein, aber auch der ist nicht, sagen wir mal, vollständig nachvollziehbar. Also wenn Ausbeutung des Landes stattfindet durch, in diesem Fall ja globalisierte Unternehmen oder durch stärkere Volkswirtschaften, dann ist das ja unabhängig davon, ob die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben oder nicht. Was für beispielsweise einige Länder sprechen würden, die arm sind, das sind eben die gesellschaftlichen Voraussetzungen oder die sozialen Strukturen, die die haben, dass per se seit langer Tradition eine Entkopplung zwischen Erwerbsarbeit und der Versorgung der Familien oder der Clans oder sowas ist. Das heißt also, im Grunde genommen ist das eine Facette in den Vorstellungen, die beispielsweise sich im bedingungslosen Grundeinkommen widerspiegeln, dass man eben Arbeit und Einkommen zumindest partiell für eine gewisse Zeit oder für eine bestimmte Summe voneinander entkoppelt. Wenn man also solche Ökonomien vor Ort vorfindet, solche Gesellschaftsstrukturen hat, dann ist es natürlich einfach zu sagen, wir führen hier dieses bedingungslose Grundeinkommen ein, weil sich in der Struktur zunächst mal nichts ändert. Die gehen ihren Beschäftigungen genauso weiter nach, wie sie es bisher auch tun. Nur eben auf einer besseren materiellen Ausstattung. Wenn aber jetzt die Bedingungen in einem armen Land so sind, dass eine hohe Ausbeutung stattfindet, das heißt also auch eine sehr hohe Beschäftigung dann auch stattfindet, denn sonst funktioniert ja diese Ausbeutung nicht, dann wiederum läuft das bedingungslose Grundeinkommen dagegen, dass möglicherweise die Ausbeutung etwas gemildert werden kann, weil man sich vom Arbeitsmarkt genauso zurückziehen kann, wie das in entwickelten Gesellschaften dann auch der Fall wäre. Aber was wir meistens ja vorfinden, das sind Ökonomien oder Gesellschaftsstrukturen, in der so eine Mischform existiert. Es ist in Teilen eine hohe Beschäftigung da. Da findet also auch eine eklatante Ausbeutung statt. Und weite Teile, weite Bereiche der Gesellschaft liegen insofern brav, weil für die keine Beschäftigungsplätze bereitgestellt werden. Unter dem Aspekt unserer ökonomischen Betrachtungsweise. In der Betrachtungsweise beispielsweise bei sehr vielen sogenannten Dritte Welt oder Entwicklungsländer haben die ja eine hohe Beschäftigung, weil sie ja sich darum kümmern, dass das Essen auf den Tisch kommt, dass der Haushalt versorgt wird, also sozusagen die unmittelbare Reproduktion abgedeckt wird. Und von daher betrachtet wären diese Mischformen möglicherweise denn auch zu befördern durch ein solches Grundeinkommen. Abschließend und andersrum möchte ich aber nochmal den ersten Gedanken aufgreifen. Für mich ist es nicht die Frage, ob ein Land arm ist oder reich, sondern es ist die Frage, ob die gesellschaftlichen Bedingungen insgesamt gegeben sind. Wenn wir in entwickelten Ländern, in hochentwickelten Industrieländern, in westlichen Ländern die Möglichkeit haben, bedingungsloses Grundeinkommen durchzusetzen, und wir haben ja die Aspekte in sehr vielen Bereichen schon diskutiert, welche Vorteile das bringt, und wenn man sich sozusagen darauf einigt, dass es Vorteile bringt, auch bei uns, und die Möglichkeit da ist, dann sollte man es tun und nicht darauf warten, dass das könnte sozusagen jetzt so ein negativer Aspekt sein, dass auch dafür ein Entwicklungsland wieder ein Testfall darstellt, also ein Probeort, wo man mal testet, ob sowas überhaupt funktioniert. Und das sollten wir auch vermeiden.
Aber vom größten, flächenmäßig größten Kontinent zum Subkontinent. In Indien wird ja nun ein zwar nicht wirklich hohes, aber ein Grundeinkommen eingeführt. Das hat die indische Regierung schon beschlossen. Das sind 1,3 Milliarden Menschen, die es betrifft, ein Sechstel der Weltbevölkerung. Wird sowas denn auch in den Ländern, in denen ihr arbeitet, in Afrika wahrgenommen und diskutiert? Ich weiß von Namibia, dass es dort wegen dieser Pilotprojekte oder des einen Pilotprojektes eine sehr breite Grundeinkommensbewegung gegeben hat, beziehungsweise auch immer noch in der Politik diskutiert wird, im Parlament, ob es denn eingeführt werden soll, was dann aber trotzdem nicht gemacht wurde. Aber es gibt jedenfalls viele, die gemeint haben, das wäre doch die geniale Idee für das ganze Land. Und wird dann jetzt so etwas wie, wenn ein Land wie Indien das einführt, wird das dann einen Schub bringen für politische Diskussionen? Oder ist da sich jeder selbst der Nächste? Also ich habe mich persönlich selber nicht so sehr viel damit beschäftigt. Mir kommt bloß als erstes mal so der Gedanke, ja, sicherlich von Strukturen her, gesellschaftlich ist es sicherlich möglich. Wir diskutieren das ja aber auf einer ganz anderen Ebene. Also auch wie Volker sagte, sind wahrscheinlich auch immer erstmal Versuchskaninchen, wie sich so solche Sachen auch umsetzen lassen. Für mich stellt sich grundsätzlich erstmal die Frage, wir haben hier eine Grundbasis an Bildung und somit, wenn die jetzt, und für mich ist immer der Punkt, es muss jeder in Afrika noch für Ausbildung bezahlen. Und gibt es da nicht Vorstufen, die vielleicht bezogen auf eine Entwicklung in einem Land, andere Fragestellung erstmal mal, was sollte bedingungslos gratis oder wie auch immer vom Staat zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Ausbildung oder solche Sachen, die dann auch wieder ganz andere Sachen ermöglichen, weil dafür müssen die ja sehr viel Geld hinlegen. Also ich bin da jetzt nicht so ganz klar, aber ich tendiere mehr so in die Richtung, wie Volker das gerade gesagt hat, ich halte das noch in Afrika, das zu versuchen, so mal auszutesten, wie weit wir hier gehen können. Ja, ja, dann erlaube ich mir mal etwas Rüpelhaftes zu sagen dazu. Für mich ist eine solche Diskussion, wie wir sie hier führen, die Fragestellung, ob eine ökonomische Idee, die hier entwickelt wurde in Europa, ne, die sich aus den Diskussionen der Menschen hier ergeben haben, jetzt, ich sag mal Gott sei Dank, ne, dass es also solche Entwicklungen gibt, wie das bedingungslose Grundeinkommen. Diese Diskussionen sind ja Diskussionen einer bestimmten Gruppe von Menschen in einem bestimmten Kontinent. Ich will jetzt nicht das alte Wort von dem Eurozentrismus rausholen und ähnliche Geschichten, aber... Da würde ich direkt widersprechen wollen. Als Live-Member des BIEN, des Basic Income Earth Network, kann ich zumindest versichern, dass das keine europäische Diskussion ist, im Gegenteil. Gibt es sicherlich. Der europäische Kontinent ist ziemlich weit hinten dran, verhältnismäßig. Ja. Gut, ich sage das ja auch nur als Warnung davor, dass man beginnt, also sozusagen insbesondere den afrikanischen Kontinent wieder einmal sozusagen als ein Ding anzusehen, dass man sozusagen mit einer Idee dann von oben her entwickeln oder verändern kann. Ich bin immer noch der verrückten Meinung, dass die Afrikaner sich selber entwickeln werden und es auch tun ununterbrochen und dass diese Entwicklung aus ihnen selbst heraus sich kommt und dass sie momentan, jedenfalls ist mir das in meiner Arbeit nicht untergekommen, ich glaube, ich habe ja nun wirklich längere Zeit auf dem Kontinent verbracht als mancher andere, ist es so, dass also diese Diskussion dort nicht gerade Wellen schlägt, nicht? Also ich muss so sagen, es ist sehr, sehr gering. Die meisten Menschen haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, über solche Fragen zu diskutieren oder nachzudenken. Wenn sie mal in einem Flüchtlingslager in Darfur sich befinden oder dort an der Grenze zwischen Kenia und Somalia,
die Menschen haben wirklich überhaupt gar keine derartigen Zukunftsperspektiven oder politischen Diskussionsrunden, die sich um solche Fragen drehen. Da geht es ums Überleben, da geht es um das Überleben der Kinder. Da sind Menschen, die hungern, da sind Menschen, die verhungern. Wir haben jetzt gerade wieder gehört, dass also in einigen Regionen Afrikas diese Gefahr wieder neu entsteht. Wie das jetzt entstanden ist, wollen wir hier nicht diskutieren, aber da sind wir ja auch nicht ganz unschuldig dran. Auf jeden Fall sind da solche Fragestellungen und jetzt kommen wir aus einer ganz anderen Ecke und sagen dann, okay, diskutiert doch mal sowas. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist im Moment. Ich glaube, wir haben da Probleme, die da vorerst zu lösen sind und die Menschen beschäftigen. Das mag vielleicht in Namibia, nicht, wo das ja mal so ein Projekt gegeben hat, ein Testprojekt. Ich weiß nicht, wer das da eingeleitet hat. Du hast die GIZ oder wer hat das da? Organisiert wurde es meistenteils über Kirchenkreise und finanziert wurde es allerdings von UNICEF. Von UNICEF. Also gut, das ist auch prima. Ich will da auch gar nicht irgendwie mich negativ zu äußern. Ich will damit nur sagen, ist das wirklich eine Reflexion der derzeitigen Situation der einzelnen afrikanischen Länder und des einzelnen Afrikaners? Ich sehe das noch nicht so im Moment. Ich glaube, dass da andere Probleme eine Rolle spielen. Was wäre denn dann die Alternative, frage ich jetzt einfach mal so. Ja, die Alternative erleben wir. Wir sind dabei zu erleben, dass der afrikanische Kontinent sich ja entwickelt. Wenn man sich damit beschäftigt, sieht man das. Wie zum Beispiel der Bildungsstandard sich erhöht hat im Laufe der letzten 20, 30 Jahre. Ich bin zum ersten Mal auf dem Kontinent gewesen, das war 1972. Damals bin ich gelandet irgendwo da in Ghana gerade, in der Nähe von Accra, in Takoradi. Und wenn ich das vergleiche, den damaligen Bildungsstand mit dem, was heute in Ghana stattfindet, dann muss ich sagen, sind gewaltige Schritte dort gemacht worden. Und das sieht man auch in anderen Ländern. Gibt wieder einige von den Ländern natürlich, die in einem wirklich chaotischen Zustand sich befinden. Das wissen wir auch. Ich hatte ja schon erwähnt, Zentralafrikanische Republik, Südsudan etc. pp. Einige haben sehr stark verloren und andere wiederum haben sich weiterentwickeln können. Aber wie gesagt, das ist diesen Ländern überlassen. Es muss diesen Menschen überlassen sein, über welche Themen sie sprechen. Und ich bin natürlich sehr froh als Europäer, wenn wir Zusammenarbeitsmöglichkeiten haben. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, ja, wir wollen uns jetzt einrichten darauf, dass es nicht mehr so weitergeht mit diesen Hähnchenschenkel-Exporten oder ähnlichen Dingen, also wenn wir in Konsumfragen da zusammenarbeiten, dann ist es eine große Freude für mich, denn da kann ich auch was tun, nicht? Und was Konkretes hier tun. Aber ich werde einen Teufel tun, wenn ich das mal so sagen darf, den Leuten jetzt wiederum Ratschläge zu geben oder ihnen zu erzählen, was wir alles so für tolle Ideen haben und was es hier alles so für tolle Sachen gibt in Europa und was wir alles so machen können. Ich glaube nicht, dass es das ist, worauf sie warten. Also das ist nicht, deshalb ist das in meinem Gedankengang nicht so stark drin. Ich erwarte mehr, dass meine afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, meine Freunde und alle die mit mir zusammenarbeiten, von sich aus Dinge mir sagen, mit denen ich was anfangen kann und wo ich dann diesen Teil reinbringen kann, den ich in meinem Leben gelernt habe. So, das ist eigentlich das, was ich da eher sehe. Das soll jetzt keine Kritik sein an dieser Diskussion, nee, wir sehen das auch, die da weltweit stattfindet, aber es soll einfach nur eine Einschätzung sein aus meiner Sicht. Olaf, du wolltest da eingrätschen? Eingrätschen? Nein, wir sind noch nicht am Fußballplatz hier. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, also neben dieser Demokratiefrage, also wer auf welche Ideen kommen darf, um sie in seinem eigenen Land umzusetzen, habe ich allerdings auch noch mal zwei Aspekte des bedingungslosen Grundeinkommens, das dabei zu berücksichtigen ist. Es gibt einerseits den Aspekt, die Möglichkeit zu schaffen, Freiräume zu nutzen, um anderes zu tun, um vergesellschaftete Hausarbeit zu betreiben, um Vereinsarbeit zu machen, soziale Arbeit zu tun, sich fortzubilden oder eben einfach sich eine andere Existenz auf einer anderen Ebene aufzubauen, wo ich dann beispielsweise bedingungsloses Grundeinkommen für nutzen. Nein, das ist prinzipiell bei der Frage bedingungsloses Grundeinkommen ein Aspekt. Der zweite ist aber, wenn es sich auf ein einzelnes Land bezieht, ist es auch eine Frage der Verteilung. Also wenn
denn irgendjemand muss ja dieses Geld zur Verfügung stellen und bis jetzt sind es eben eher Modelle, die mit Steuern zu tun haben. Diese Steuern, also die einen zahlen es und die anderen bekommen es dann. Die Frage ist, wie weit kommt man an große Unternehmen ran, an Kapitalisten ran, die also da zur Finanzierung mit rangezogen werden. Dann ist das sozusagen dieser Aspekt, ich verteile innerhalb einer Gesellschaft um. Bei den Ländern, die wir gerade andiskutiert hatten oder wo Hinweise kamen, ob das jetzt Indien ist, Namibia oder andere Länder Afrikas oder Südamerikas, da ist zunächst mal natürlich der erste Aspekt der Umverteilung ziemlich schwierig, weil das Nationaleinkommen, also das, was sozusagen volkswirtschaftlich insgesamt erwirtschaftet wird, nicht die hohe Kapazität hat, um so viel umzuteilen, eben weil auch sehr viel aus dem Land rausgezogen wird. Wenn es aber über internationale Hilfsorganisationen wie UNICEF und so weiter zur Verfügung gestellt wird, dann ist es ja schon wieder ein Programm. Dann verletzen wir natürlich auf der anderen Seite wieder die demokratische Frage, kommt eine solche Diskussion aus dem Land selber oder nicht? Also nochmal, also so ein bisschen die Linie dazwischen habe ich ja dann offensichtlich gerade. Also komplett ablehnen, nein, wenn es möglich ist und weiterhilft, ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch dabei betrachten, welche wirklichen Änderungen innerhalb des Gesellschaftssystems treibe ich damit voran? Oder ist es eben sogar eben so weit zu betrachten, dass man sagt, na gut, also darüber kann man natürlich auch weitere Bevölkerungsteile ruhig stellen. Durch so ein internationales Programm. Vielleicht noch mal kurz von mir. Ich bin, also für mich ist es eine europäische Diskussion. Und wenn ich mich mit meinen afrikanischen Freunden und nicht nur aus dem Senegal unterhalte, es geht darum doch einfach erstmal, sei es die ökonomische Unabhängigkeit, sei es diese ganzen Folgen dieser ganzen Beherrschung, die ja immer noch vorhanden ist, erstmal loszuwerden. Die haben für sich noch einen Befreiungskampf von uns zu führen und dann können wir denen jetzt hier nicht noch tausend Sachen wieder überhelfen, die dann wieder ja, Entwicklungshilfe oder was auch immer für uns heißt. Das bringt uns das Geld hier in Europa. Und da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, egal wer dieses Projekt startet. Es ist nicht eine Initiative von Afrikanern ausgegangen, soweit ich das aber mitgekriegt habe. Und ich würde jede Initiative, die von Afrikanern an uns rangebracht wird, zu sagen, das fände ich aber spannend, mal zu versuchen. Darüber würde ich dann eher nachdenken, als dass es ist mir fern und mit den Menschen auch im intellektuellen Bereich oder auch die Diskussion, die ich mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel im Senegal führe, die sind auf einem ganz anderen Level. Da ist ganz andere Themen wirklich wichtig, damit die Selbstbestimmung der Menschen überhaupt erstmal richtig stattfindet. Der geschiedene amerikanische Präsident Barack Obama hatte dazu mal gesagt, das hat jetzt mit einem ganz anderen Thema zu tun, nämlich mit der Gesundheitsversorgung. Wenn die Amerikaner den Sozialstaat erstmal kennengelernt haben, werden sie ihn so lieben, dass sie ihn nicht mehr aus der Hand geben wollen. Was jetzt dazu geführt hat, dass selbst die republikanische Basis sich sehr, sehr stark dagegen wendet, dass die Gesundheitsversorgung von Obama durch die Republikaner abgewickelt werden soll, was die republikanischen Politiker oben relativ stark wundert. Und die namibische Diskussion, ja, ist von außen in dieses Land hineingetragen worden, aber als dieses Pilotprojekt dann vorbei war, war es eine inländische Diskussion darüber, dass das unbedingt im ganzen Land eingeführt werden soll. Und in Indien ist es auch von außen eingeführt worden, auch als Pilotprojekt in 20 verschiedenen Dörfern. Und als dieses Pilotprojekt abgeschlossen war, da war es auf einmal eine Diskussion, das wollen wir gerne landesweit haben. Das heißt, also es hat immer was damit zu tun, ob man es konkret vor Ort kennengelernt hat oder nicht. Bislang zumindest hatten sämtliche Pilotprojekte diesen Effekt, dass die Bevölkerung gesagt hat, das ist ja genial, das wollen wir behalten. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, naja, also vielleicht war das ursprünglich mal ein Anschub von außen, aber definitiv ist es jetzt in Indien eine innerindische Diskussion und da ist keiner mehr daran beteiligt, der das mal von außen unterstützt hat.
Obwohl, wir wollen euch da natürlich jetzt heute nicht überzeugen. Ich meine, wollen wir schon, aber wenn wir es nicht schaffen, ist das auch in Ordnung. Nur ich frage mich gerade, weil ihr sagt, es wichtig ist jetzt erstmal Emanzipation. Das ist natürlich richtig, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum ein Grundeinkommen eben die Emanzipation ausschließen sollte, würde, könnte. Nein, ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Beiträge gewesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Frage der Realisierung dieser Gedanken und der Erschaffung solcher Gedanken an solche gesellschaftlichen Modelle. Woher kommen diese gesellschaftlichen Modelle? Das ist ja immer eine Frage. Wenn jetzt damals Herr von Puttkamer, hieß er, glaube ich, nicht, der unser Verweser, unser Verwalter der kolonialen Politik im Kamerun, auf die wunderbare Idee gekommen ist, eine freie Gesundheitsversorgung für die Arbeiter in diesen landwirtschaftlichen Gebieten da einzuführen, die sich mit der Erzeugung von Gummi, glaube ich, war es nicht, Gummi-Arabikum beschäftigt haben, dann hat das sicherlich da bei denen nachher Begeisterung ausgelöst, ganz klar. Die Fragestellung ist aber in einem gesellschaftlichen Prozess, wie er hier stattfinden muss, muss ja die Frage geklärt werden, die Herr Fischer vorhin richtig angesprochen hat, Herr Volker. Er hat ja gesagt, okay, man muss erklären, wo kommt denn überhaupt das Geld gesellschaftlich her für diese Fragen? Wer erwirtschaftet das, auf welche Art und Weise oder welche Prozesse müssen eingeleitet werden, damit solche Mittel zur Verfügung gestellt werden? Nicht, das ist ja eine entscheidende Frage. Also da sind ja Verteilungsfragen stecken ja dahinter und dazu bedarf es eines bestimmten politischen Prozesses, der dazu führt, dass solche Verteilungsfragen überhaupt in der Diskussion stehen. Und ich sehe das so, dass solche Prozesse, die dazu führen, also zu solchen ja schon doch etwas, sagen wir mal, extremdemokratischen Forderungen, dass solche Prozesse in vielen Ländern eben noch nicht diesen Grad erreicht haben. Nicht? Ich versuche das immer so ein bisschen nett auszudrücken. Also es ist einfach so, dass ich mich nicht mit dem Argument von Obama hier abfinden kann, da muss ich also protestieren, denn das hätte Puttkamer für sich auch auf die Fahne schreiben können. Der hat nämlich damals solche Sachen gemacht. Nicht? Der hat gesagt, ja, lass uns doch den Arbeitern hier sowas geben und dann können die ja auch besser leben. Und er sagt, das hat denn die Reichsregierung bezahlt, macht ja nichts, kann man ja vom Gewinn wieder ein bisschen was abgeben, die haben ja sowieso kein Gewinn. Also das sind alles so Sachen, die nicht aus der Bevölkerung kommen und da bin ich sehr vorsichtig, mich da entsprechend zu äußern dazu. Volker, noch dazu. Hier war das übrigens Bismarck, ne? Das war ja eine ähnliche Diskussion. Ja. Das es ist wirklich die Frage, ob ich, wo jetzt Helmut Schrader darauf hinweist, ob damit einer anderen Diskussion die Spitze gebrochen wird. Ja, indem ich sage, ich gehe eben auf der einen, ne, also deshalb eben Stichwort Bismarck, er hat eben den Forderungen der Arbeiterbewegung damals einen Teil der Spitze genommen, indem er gesagt hat, ich nehme euch jetzt Geld weg und mache dafür eine Krankenversicherung. Ja, die Arbeitgeber haben dann also auch noch sozusagen auch noch Geld weggenommen, denn was wir als Arbeitgeberbeitrag ja diskutieren, ist ja im Grunde genommen vorenthaltener Lohn. Also ist sozusagen die Diskussion in dieser Ebene gelaufen und da ist auch die gesellschaftliche Entwicklung in dieser Ebene gelaufen. Aber hier haben wir eben, ich möchte auch noch mal da, von vorhin darauf anknüpfen, was Sabine Buske dazu sagte, die Problemlage in vielen der Länder, wo wir uns eben mit beschäftigen, ist zunächst mal, dass Dinge, die wir als selbstverständlich hinnehmen, wie Schulbildung, wie eine Berufsausbildung. Regelmäßig ist es ja eigentlich so, das duale System, wie wir es kennen, ist ja so konstruiert, dass der Auszubildende auch eine Ausbildungsvergütung bekommt. Das heißt, er bekommt nicht nur die Ausbildung, sondern er wird auch ihm wird auch monatlich Geld zur Verfügung gestellt. Ich muss das ein bisschen vorsichtig ausdrücken, weil es kein Lohn ist und es ist nicht für Arbeit, sondern es ist dafür, dass der Lebensunterhalt bestritten werden kann. Deshalb darf das auch nicht an irgendwelche Arbeitsprozesse gekoppelt werden. Aber so weit ist das in keinem der mir bekannten Länder Afrikas oder auch Asiens,
dass also Auszubildende nicht ihr Lehrgeld dahin tragen müssen, wenn sie eine Ausbildung haben wollen, sondern dass sie sozusagen aus deren Sicht auch noch etwas für bekommen, dass sie ausgebildet werden. Das ist hier inzwischen auch in weiten Bereichen abgeschafft worden, weil es eben nicht nur im dualen System stattfindet, wo eben Unternehmen und die staatlichen Stellen dann beteiligt sind, sondern wir haben ja auch Ersatzschulen, wir haben Berufsfachschulen und Ähnliches. Da wird natürlich keine Ausbildungsvergütung bezahlt. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wir können da Schritt für Schritt weitergehen in Bereichen, wo wir soziale Standards inzwischen haben, wo wir drum kämpfen müssen, damit wir sie behalten. Aber auf der Stelle sind die noch gar nicht. Ja, und da ist sozusagen dann die Gefahr groß, das sehe ich hier so ein bisschen bei den Diskussionsbeiträgen, dass es dann linke Tasche, rechte Tasche ist. Das heißt, man bezahlt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und das wird dann für andere Bereiche ausgegeben, die hier beispielsweise kostenlos sind. Also da, das ist unter anderem damit gemeint, dass man gesagt hat, wir müssen da erstmal die gesellschaftlichen Diskussionsprozesse abwarten und gucken, was wollen die vor Ort und wo ist deren prinzipielles Problem, um das sich gekümmert werden muss oder um das die sich kümmern müssen, um überhaupt gesellschaftliche Teilhabe erlangen zu können. Vielleicht noch ganz kurz. Ich bin nicht gegen das Projekt grundsätzlich Grundeinkommen finanziert zu bekommen. Nein, das hat Volker, glaube ich, schon sehr gut eben gerade zusammengefasst. Jedes zu seiner Zeit. Wir werden diese Diskussion viel früher und viel notwendiger führen müssen, aufgrund der Industrialisierung, die jetzt hier bei uns stattfindet, 4.0 und so weiter. Da ist da, weiß ich was, 1.0 ist da gerade in der Diskussion. Ja, wenn man da mal so, ja, nicht mal. Also sagen wir mal, da sind noch die Schritte vorher zu machen, um das als einen wirklich wichtigen, aufeinanderfolgenden Prozess als eine Notwendigkeit zu sehen, umzusetzen. Weil hier werden sie es mehr machen müssen, damit sie nicht hier irgendwie Terror bekommen. Ja? Also selbst unsere Regierung, da gibt es ja mittlerweile auch schon hochoffizielle Wirtschaftsartikel dazu, die dann also so langsam das Feld vorbereiten, um zu sagen, ja, und diese Diskussion und so weiter. Also da war gerade vorgestern, habe ich zufälligerweise in Spiegel Online sowas, einen langen Artikel dazu gelesen, wo ich sage, aha, jetzt wird es so langsam eingefiltert. Ja? Und da muss jetzt noch nichts eingefiltert werden. Wir brauchen da ganz andere Sachen, 1.0, 0.0, wo auch immer, bis wir bei 4.0 da landen. Was nicht heißt, dass man nicht in bestimmten Social-Business-Projekten wird ja bestimmte Sachen auch in Afrika ja umgesetzt. Da gibt es ja auch Projekte, die solche Modelle in ihren betrieblichen Möglichkeiten machen. Will ja nicht jeder Betrieb da zur Börse gehen oder sonst irgendwas, sondern die versuchen schon für sich selber praktizierbare Modelle zu entwickeln. Ob die das jetzt nur sind, hier bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer, das wird sich dann zeigen oder auch zum Teil anders benennen. Das meinte ich bloß damit. Okay. Olaf, du hast die Termine für nächsten Monat. Jetzt gerade schon, da wir nur noch 6 Minuten Zeit haben, das wollte ich nur noch kurz erwähnen, können wir eigentlich nur noch ganz wenige Termine aus dem Netzwerk Grundeinkommen verlesen. Kann man sich aber auch jederzeit im Internet selber runterladen unter www.grundeinkommen.de/termine. Ganz besonders interessant erscheint mir, dass jetzt heute in einer Woche hier drin steht, dass es in der ARD eine Dokumentation geben wird um 17.30 Uhr, nächsten Sonntag, 19. März, Grundeinkommen gewonnen. Ich nehme mal an, das ist eine Dokumentation über das Projekt meingrundeinkommen.de. Michael Bohmeier war ja auch schon mal bei uns Gast hier im Radio. Es gibt natürlich jeden Dienstag um 20 Uhr das weltweite BGE-Online-Treffen und unsere Partner vom Radio Grundeinkommen auf Radio LoRa 92,4 gehen übernächsten Mittwoch, den 22. März um 19 Uhr wieder auf Sendung aus München. Und wir hier in Berlin, das können wir ja auch nochmal verkünden, dass wir hier noch ein Vernetzungstreffen organisieren am Samstag, den 9. April, ist das richtig? Nee, den 8. April. Den 9. haben wir unsere nächste Sendung am Samstag, den 8. April. Und zwar haben wir heute beschlossen oder gestern, dass wir das in Charlottenburg veranstalten, in der Beheimstraße. Olaf, hilf mir mal mit der Hausnummer. 17. In der Beheimstraße 17. Und zwar ist das die Geschäftsstelle der Partei Die Linke Charlottenburg. Und das ist öffentlich ab 11 Uhr. Ihr könnt alle kommen und euch vernetzen, austauschen, unterhalten übers Grundeinkommen. Aber wir
stellen das noch in alle Veranstaltungskalender im Netz, dann könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Jetzt würde ich sagen, wir haben nur noch 5 Minuten knapp, wir kommen zu unserer berüchtigten Schlussrunde. Wenn ihr mal bitte die Uhr im Auge behaltet und so eure Schlussrunde plant, dass jeder nochmal oder jede nochmal sprechen kann, Aussichten in Bezug auf eure Tätigkeit. Ja, die Aussicht, wir versuchen es, ja, wir versuchen da weiterzuarbeiten. Ich hatte jetzt noch immer die Frage des Grundeinkommens, weil das war ja eigentlich der eigentliche Anlass der Diskussion. Da wollte ich einfach zusammenfassend nochmal sagen, wenn es gesellschaftlich machbar ist, durchsetzbar ist, dann ist es eine sinnvolle Sache. Denn unabhängig davon, was wir da vorhin auf der Ebene auch für arme Länder diskutiert haben, ist es so, dass es natürlich den Leuten oder den Menschen vor Ort, egal wo, Freiheiten schafft, um selber sich beispielsweise entwickeln zu können. Unter dem Aspekt würde ich das sozusagen auch weltweit unterstützen und nicht nur eben in großen Industrienationen. Ja. Okay, Sabine. Ja, und auch das Mikro nehmen, aber gut. Egal, ich habe es jetzt. Also ich bin weiterhin positiv gestimmt, sonst würde ich es nicht machen. Es gibt viele Wege, bestimmte Sachen umzusetzen und aus meiner Erfahrung als Alt-68er gibt es immer so ein paar Wege, die man sich so zurecht finden kann. Man findet auch gute Partner und es gibt immer wieder neue Ideen, an denen man weiter arbeiten muss. Ich bin jetzt erstmal dafür, dass also die Bildung und die Ausbildung einerseits in diesen Ländern, Regionen bezahlbar ist, sollte sie dann vielleicht auch noch umsonst sein, wäre es ja umso besser. Mittlerweile ist es dann eher die gehobene Mittelschicht, die solche Ausbildung machen kann und das Recht sollten alle da bekommen. Ja, dem kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ich sehe auch, die Uhr spricht jetzt langsam zu uns. Natürlich wäre es wunderbar, wenn sich diese grundsätzliche Idee durchsetzen würde weltweit. Das können wir alle nur begrüßen. Die Frage ist eben, wir müssen ja auch uns realistisch mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und dort haben wir noch gewisse Bedenken vorgetragen. Das ist auch, glaube ich, ganz natürlich und auch selbstverständlich. Aber ansonsten wünschen wir der gesamten, sagen wir mal, dem gesamten Netzwerk und dieser Bewegung das Beste, dass es überall vorangeht und wir wollen auch unseren Beitrag dabei leisten. Wenn es dann irgendwo geht, sprechen wir das auch mal an. Aber es ist eben eine Frage, die man den Gegebenheiten zugute halten muss, dann unter denen wir arbeiten. Okay, dann vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ihr könnt, also Leute, die ihr zuhört, ihr könnt den Film bei Kiekema Film Berlin im Kanal ab Dienstag nochmal anschauen und nochmal anhören. Und ich sage es jetzt schon mal, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, aber wir haben am 9. April eine englischsprachige Sendung. Also da wird hier kein Deutsch gesprochen. Wir sagen das vorher an, nicht, dass irgendjemand enttäuscht ist. Und zwar liegt es daran, dass wir einen Gast aus Amerika haben, Olaf. Professor Michael Howard von der University of Maine, ebenso ein Live-Member vom Basic Income Earth Network, der uns berichten wird über die neuen Entwicklungen der Grundeinkommensbewegung in den USA. Und man kann ihn dann auch 2 Tage später noch live erleben bei Volker Fischer in der Kneipe, die wie heißt? Schlorrendorfer in der Meerschaltstraße 9 bis 11 in 14059 Berlin Westend. Und das dann am 11., Dienstag, den 11. April, auch um 19 Uhr. Genau. Und Leute, ihr könnt natürlich trotzdem hierher kommen am 9. Wir können Fragen natürlich übersetzen, das ist kein Problem, aber man sollte schon so ein bisschen Englisch verstehen, sonst langweilt man sich hier möglicherweise. Dann hören wir uns also jetzt wieder in einem Monat dann mit der ausnahmsweise englischsprachigen Sendung The Unconditional Afternoon. Und jetzt gehen wir mit einem großen Dank an unsere Gäste und an Klaus und Klaus. gehen wir raus mit Konstantin Wecker und die Gedanken sind frei. Tschüss, Leute.